So, da sind wir schon wieder. Das ist meine Art, die Bots zu cutten. Das ist meine Art der Editierung. Soll ich nur noch das Spiel ganz kurz beenden? So, weiter geht's mit Summum Eterna. Was weiß ich über das Spiel? Prequel dazu? Roguelike. Die zwei Dinge, die ich weiß. Ich musste mich natürlich extrem beherrschen, nicht die Seiten dann durchzulesen, weil ich sonst Dinge erfahren hätte, die ich sonst nicht gewusst hätte. So, Patch Notes interessieren mich nicht, weil ich weiß nämlich noch gar nichts. So, und dann machen sie Werbung oben für die anderen Sachen. Hier. Was? Having good reflexes is optional? Letting down was? Wir machen erstmal wie immer die Optionen. Genau, ihr kennt mich ja. Autospin. Auto-Aim. Okay, bei Controllern bin ich da dabei, bei Maus und das zu tun nicht. Kantenglättung, ja, bitte. FPS-Limit. Reichen uns eigentlich auch 240. Ich weiß es nicht. Eigentlich sollte der Windows-Limit erreichen, aber 240 sollten reichen, weil ich bin eh nochmal drunter gecapped bei dem anderen. Wir sind, glaube ich, bei 224 wegen G-Sync. Wo hat er es gespeichert? Genau, dann machen wir nochmal die Qualität natürlich hoch. Das hätten sie vielleicht einfach Quality nennen sollen, nicht Definition. Aber ist ja noch im Early Access. Okay, das ist ganz anders, die Steuerung hier. Dashen ist gleich. Primary, Secondary, Tertiary. Wenig Tasten, das finde ich gut. Wenig Tasten ist gut. Würde aber die dritte Attacke vielleicht auf die Schultertaste dann legen. Okay, das ist ein bisschen anders gemacht als noch letztens. Linker Trigger haben wir jetzt einfach mal dafür genommen. Genau, werden wir dann rausfinden, wie sich das steuert. Aber es ist auf jeden Fall schon mal simpler von der Grundsteuerung, was interessant ist. Hätte ich jetzt gedacht, dass es wieder viele Tasten gibt. Okay. Dann können wir, glaube ich, weitermachen. Oh, okay. Er fühlt sich ein bisschen träger an. Weil es gibt nämlich diese eine Sache, die sie in Eterna Noctis geändert haben, ist, wie reaktiv der Charakter auf Eingaben reagiert. Die Option habe ich jetzt hier gar nicht gesehen. Das heißt, es kann sein, dass es sich minimal anders jetzt anfühlen wird vom Movement. Ich schaue ganz kurz, ob ich die... Okay, ich nehme aber an, sie haben einen Hybrid aus beiden gewählt, weil der Charakter ist jetzt nicht mehr ganz so reaktiv, aber er ist immer noch reaktiv genug. Okay, wir haben immer noch viel Air Control, nice, okay, gut. Und natürlich immer noch die Sprunghöhe, also ich weiß jetzt nicht, wie viel... Also wir haben keinen Walljump, eins fällt mir sofort auf, wir haben keinen Dash und keinen Walljump, und dann mein Gehirn möchte natürlich immer Walljumpen. Genau, da lernen wir das Richtige. Da kann man durchgehen. Kann man bestimmt auch nach unten droppen, was wir sicherlich auch gleich lernen werden. Ein bisschen unlucky positioniert vielleicht der Tooltip. Aber wie gesagt, Early Access. Hier können die Karte aufmachen. Moment mal, was steht da? End teleport between rooms. Aber wir haben noch keinen Teleport freigeschaltet. Okay, und man kann Double Jump. Ah, Moment. Double Jump haben wir schon. Und man kann Stompen. Das ist neu. Oh, der Stomp ist nicht mehr durchfallen, sondern aktiv.
Ich meine, als jemand, der gerade Eterna Noctis gespielt hat, sehe ich natürlich, dass der Charakter selber ist ja der gleiche Charakter wie im anderen Spiel. Der hat hat gleiche Animationen und das ist vollkommen okay. Genau, ich meine, ich nehme an auch, dass die Fallenanimation die gleiche sein wird. Aber das ist, wie gesagt, vollkommen legit, das zu machen. Weil der Fokus von dem Spiel sollte wahrscheinlich die Roguelike-Elemente sein. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin generell interessant, ob das jetzt als dieses To Be Continued ist oder nicht. Also vielleicht wird jetzt hier revealed, wie im zweiten Teil das dann passiert ist. Ja, das funktioniert auch. Also es kann zum Nachteil vom Spiel sein, dass ich gerade jetzt das andere Spiel gespielt habe, weil ich bin jetzt super detailliert drin in der Steuerung vom anderen. Oh, jetzt haben wir plötzlich einen Dash gekriegt. Das heißt, wenn sich jetzt was anders anfühlt, bin ich wahrscheinlich ein bisschen irritiert, weil ich eben gewohnt bin, wie es aussieht. Ja, aber cool. Dash haben wir. Genau, jetzt nehmen wir einen Dash. Haben wir Iframes? Oh, shit. Iframe Dodge. Okay, das haben sie geändert. Das waren Kritikpunkte von manchen Spielern im ersten Teil, dass man keine Iframes hat. Könnte den Spielern, die dann natürlich Eterna Noctis danach spielen, sauer aufstoßen, dass die Iframes quasi dann dort nicht vorhanden sind. Aber die Iframes sind relativ knapp am Anfang. Also man muss. Hat man überhaupt Iframes oder vielleicht bin ich einfach nur random durchgedodged? Das ist jetzt irgendwie ein Scheiß erzählen. Ich glaube. Ich versuche aktiv jetzt rein zu dashen. Nee, wir müssen Iframes haben. Man hat Iframes. So, das haben wir, das Schwert, das haben wir ja auch nicht benutzt. Das meinte ich mir, das könnte zum Nachteil sein vom Spiel, dass wir mit anderen Waffen gespielt haben. Also wir können angreifen. Oh, what the fuck? Wir können mit Y das Schwert werfen. Und man kann. Ah! Okay. Teleportierfähigkeit ist in Y, aber wir können nicht zielen damit. Genau, das können wir auch machen. Und wir können stompen. Ah, okay. Es ist anders. Es ist anders, aber die gleiche Taste, die macht das quasi. Das ist cool. Das gefällt mir. Bin so gespannt drauf, was sie. Also, wie die dann Roguelike draus gemacht haben. Habe ich da. Also. Nee, ich bin wirklich gespannt. Also, was genau das Spiel dann macht. Vessel of Chaos, the price that you will get for completing the world or being defeated. Okay, wir haben einen. Ein Basic Sword mit Werten. Ich glaube, das eine ist normaler Schaden, das andere ist kritischer Schaden. Hier, da ist so ein Auge. Das Auge kennen wir aus Eterna Noctis, als Symbol aus dem Tempel. Hier, das hat. Also, ich kann jetzt mal sagen, woran es mich instinktiv erinnert. An Rogue Legacy erinnert es mich. Vom Feeling her. Wie, also, genau, also eine Sache habe ich bei Eterna Noctis nicht so angesprochen, und zwar, dass die Kämpfe an sich relativ simpel waren und auch jetzt unbedingt das Trefferfeedback auf die Gegner nicht enorm war, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, sie zu töten. Da habe ich mir nämlich dann gedacht, wenn ich den Roguelike spielen würde mit dem Spiel, würde ich erwarten, dass die Kämpfe anders ablaufen werden. Dass also viele der Passagen werden aus Kämpfen bestehen. Und da muss ich jetzt noch zeigen, wie sich das umsetzt. Ein relativ niederfrequenter Screenshake beim Schlagen. Kann man aber abschalten, was es einstören sollte.
Genau, aber nur auf Trefferfeedback, nicht im Allgemeinen. Wir hatten einen sehr, sehr schnellen Dash. Man kann ihn kurzzeitig stunnen. So, wir können auch nach oben schlagen, nicht vergessen. So, und teleportieren tun wir uns jetzt anders. Okay, also wir haben 1 HP. Genau, also bisher ist das Platforming, also man hat keinen Walljump. Das ist, also die größte Irritation für mich ist, dass ich keinen Walljump momentan habe. Vielleicht schaltet man den noch frei. Aber das liegt halt daran, dass ich Eternal Noctis gerade gespielt habe. Genau, und auch die HP-Anzeige der Gegner ist auch erstmal natürlich neu. Die haben wir auch noch nicht gesehen. Genau, aber ich kann es noch gar nicht beurteilen. Also es ist anders als Eternal Noctis, das habe ich aber erwartet, weil Eternal Noctis selber ein Roguelike mit Platforming zu machen, ist meistens, also mit reinem Platforming zu machen, ist relativ. Wow, okay, springt. Das ist relativ anspruchsvoll. Das ist unser erster Tod. erwarte ich, dass das Spiel so schwer ist wie Eternal Noctis? Schwer zu sagen. Da steht noch Continuar, das heißt so viel wie weiter man ist. Das Spiel ist, glaube ich, auch von einem. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Aus Argentinien? Also ich weiß irgendwo im. Kommen auf jeden Fall aus einer nicht westlichen Kultur. Hier. Ich würde erwarten, dass es so Spiel wie das Early Access, heißt, wird hin und da wieder. Noch ein paar Sachen haben, die nicht übersetzt sind. Das wird natürlich nur wieder Sachen haben, die noch da sind. Das ist noch relativ neu. Und hier das wieder, der Stein, den kennt man ja. Das ist wieder die Stadtmauer, nur dieses Mal in einer Wüstenvariante. Okay. Es ist quasi wieder die Stadt, die wir kennen, aber in einem ganz anderen Setting. Genau, es gibt kein automatisches Vorlesen momentan. Das ist interessant, weil es kann sein, dass der Algorithmus nicht in Echtzeit arbeitet, sondern dass der drüber gelaufen ist über den Text und dann die Sprachausgabe erstellt hat und das erst dann Sinn macht, wenn sie schon ein bisschen weiter sind. Mhm. Hier können wir jetzt mit Dark Matter Sachen kaufen. Wir haben natürlich nicht genug. Aber wir sehen hier schon, hier ist AP. Schaden und Crit-Chance. Es ist ein Roguelike, also es ist Roguelite. Habe ich Roguelike geschrieben? Es ist ein Roguelite. Habe ich den Titel falsch gemacht? Ah, scheiße. Ah, fuck my ass. Okay, machen wir den Titel richtig. Tut mir leid, dass ich Like anstatt Light geschrieben habe. Und das ist ein Roguelite und dementsprechend hat man permanente Upgrades zwischen den Runs. Okay. Der Schmied hat hier nur ein Schwert gelassen, aber die Diagramme zeigen an, dass man noch weitere Sachen hier machen kann. Okay, man kann mehr Waffen freischalten. Und man kann Sachen einschmelzen. Okay. Irgendwelche Barren schmelzen. Okay. Wir haben 0. Ah, okay. Aha, da kann man das Schwert upgraden und wahrscheinlich neue Sachen freischalten mit Runen. Okay, also upgraden, freischalten. Ah, okay, da sind jetzt die, da sieht man jetzt die unterschiedlichen Sachen, die man freischalten kann direkt. Ein Schild gibt es scheinbar auch. Hier und da ist eine Statue.
Dieser Trainingsdummy. Okay, also das ist quasi der Trainingsdummy, den es in einigen von den Roguelikes mittlerweile gibt in den Sachen. Insbesondere in Hades, glaube ich, erinnert man sich an den, weil der geredet hat, wie der auch. Oder in Sekiro gibt es den auch. Ja, also man kann sie testen, wenn man sie freigeschaltet hat. Ein bisschen, ah, okay, muss erst freischalten. Okay. Hier rechts sind unsere DPS, links ist der Schaden. Die DPS scheinen so, die steigen, warum auch immer die Kinder steigen, verstehe ich nicht. Aber so 115 DPS haben wir damit. Also es kommt irgendwann wieder. Ah, wie ein Boomerang. Okay, aber wir sollten uns dann dahinter teleportieren. Wie viel Schaden macht das dann, das Werfen? 18, das ist nicht viel, oder? Das ist in der Tat sehr, sehr wenig. Weil der normale Schlag selber. What the fuck? Schwert kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe das Schwert kaputt gemacht. Aber ich glaube, wir machen mehr Schaden mit einer Auto-Attack. Wie gesagt, Early Access. Ich erwarte hin und wieder Bugs. Was ist das hier? Ein Yado Goblin. Er ist ein Samenexperte. Hey, ich bin auch ein Samenexperte. Okay. Komm. Nee, eigentlich eher nicht. Ich kenne mich nur mit meinen eigenen Samen aus. Ich bin eigentlich eher nicht ein Samenexperte. Ja, genau, was verkauft er denn? Er verkauft Abenteuer. Okay, was krieg ich? Aha. Wenn man Samen in die Maschine reinmacht, das ist jetzt keine Metapher, verändert es die Welt und kann dann einen hin teleportieren, wohin man möchte. Okay, also es ist so eine Art Shortcut, glaube ich. Aha. Aha. Oder das sind wirklich nur Seeds. Moment. Ah ja, okay. Das sind einfach Modifier für die Sachen. Moment, wir haben ganz viele davon gefunden. What the fuck? Ich glaube, keins davon ist momentan für mich interessant. Weil die Annahme ist, dass ich, wenn ich weniger lange lebe, kriege ich auch weniger Sachen. Also momentan ist es noch nicht interessant. Aber langfristig können die Modifier lustig sein. Dann müssen wir eine auswählen? Oh, ich glaube, wir müssen eine auswählen. Ja, dann. Es klang ja auch so, als ob man es irgendwo hin teleportieren würde. Wie wäre es mit so 5% mehr HP für die Gegner? Aha, okay, das ist interessant. Also man beginnt seinen Run, indem man einen Samen in der Spritze aufsaugt oder so. Summum Eterna. Aha. Kann nur nicht sagen, wie ich das Spiel finde. Also bisher ist nichts schlecht dran. Und ich habe sehr, sehr viele Roguelikes gespielt, deswegen kann ich auch noch nicht sagen, ob
das bei mir Klick gemacht hat. Bei Roguelikes bin ich ein bisschen anspruchsvoller als bei Metroidvanias tatsächlich. Eternal Noctis war hervorragend gemacht, deswegen ist natürlich jetzt der Pedigree von den Entwicklern relativ groß. Aber Roguelikes sind so ein Spiel, wo ich glaube, dass auch Roguelikes, die allgemein gut ankommen, hin und wieder bei mir nicht gut ankommen könnten. Deswegen weiß ich eben nicht, ob mir das Spiel super gefallen wird. Ich habe es auf jeden Fall deswegen gekauft, ohne mich groß zu informieren, außer halt Eternal Noctis zu spielen. Gute Frage, ob der gerade wirklich lädt oder ob der auch sich aufgehängt hat beim Laden. Wie gesagt, Early Access, aber irgendwas macht er noch. Das leuchtet hin und wieder mal was in der Mitte. Er macht irgendwas. Keine Ahnung, hoffentlich tut er nicht meinen Rechner kaputt machen. Aber genau, also ich kann nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Also ich kann nicht sagen, ob das mir noch gefällt oder nicht. Ich vermute, es wird am Ende was Spaßiges bei rauskommen. Ob es für mich spaßig ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, Roguelikes, Hit or Miss, ich mag viele davon. Mag aber einige davon auch nicht, die super beliebt sind. Zum Beispiel Dead Cells war lustig, aber irgendwie nicht 100% meins. Und es also lange Ladezeiten momentan noch, kann aber da Generierung zu tun haben. Hier ist ein leicht anderes Timing beim Springen und man kann nicht Walljumpen. Das ist nicht Walljumpen können. Klingt jetzt vielleicht trivial, ist aber einer der Kerndinge, die man in Eternal Noctis gemacht hat. Hier ist ein Shop gleich im ersten Raum mit gesalzenen Preisen. Genau. Also warum ich mir nicht sicher bin, ob das Spiel wirklich super wird, ist deswegen, weil Eternal Noctis war ein nicht sehr kampforientiertes Spiel, außer bei den Bossen halt. Und die Bosse waren selber eigentlich auch eher Platforming-Challenges. Das heißt, ich weiß nicht so sehr, schaffen die Entwickler, dass die Kämpfe quasi die Kämpfe genauso gut zu machen wie das Platforming und das Design aus den ersten Teilen. Ja, es gibt schon mal viele Gegner auf einmal und man kann die Gegner stunnen durch angreifen. Das macht schon mal einen offensiven Spielstil sehr erstrebenswert. Damit haben sie schon mal mehr verstanden als bei Soldiers. Genau, ich glaube, es gibt Kontaktschaden, wenn man Gegner trifft. Hier ist dann vielleicht ein Geheimgang. Okay, es gibt keinen Kontaktschaden, also sehr, sehr anders Design als Eternal Noctis schon mal. Okay, also der Gegner ist ein Witch. Okay, so zweiter Tod, also man hat wirklich nicht viel HP. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, weil das Eternal Noctis war genau das Gegenteil. Also da war Platforming schwierig und Gegner leicht. Hier werden wahrscheinlich Gegner schwer sein und Platforming vermutlich einfacher. Okay, wir haben irgendwelche neuen Essenzen gekriegt, 3 Runen und einen Samen oder sowas. Okay. Bei Eternal Noctis hat relativ schnell geladen. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie es hier mit den Ladezeiten aussieht. Kann wegen der Generation natürlich auch sein. Wie viel hätten wir jetzt gekriegt? Wir haben ein bisschen mehr getötet. Okay, wir sind noch lange nicht da, wo wir ein Upgrade kriegen können. Jetzt können wir nochmal den Schaden vom Schwert testen. Er macht 35, werfen macht 18, also. So. Der ist irgendwie seltener. Okay, der ist ein bisschen seltener. Wir sollten erstmal die schlechten benutzen, glaube ich. Da ich noch nicht so viele Fallen gesehen habe, würde ich sagen, benutzen wir erstmal den Samen. Was he loves is fandom. Okay, ich sehe schon. Ich wollte noch eine Sache drum kehren.
So, okay. Der nicht vorhandene Double Jump wird uns noch ein bisschen. Generell ist man ein bisschen langsamer, glaube ich, in der Luft unterwegs, als man. Das Problem ist, wie gesagt, wir haben Eternal Noctis gespielt. Das heißt, wir sind jetzt super, super drauf eingestellt. Und ich sage jetzt, ja, das wäre wahrscheinlich besser für das Spiel gewesen, wenn wir Eternal Noctis nicht gespielt hätten. Weil viele Sachen werden anders sein. Was ist das denn? Gibt irgendwas auf dem Boden, was glänzt? Wahrscheinlich HP, oder? Das sieht aus wie so eine Ramen-Bowl. Genau, wir haben auch Iframes beim Dashen. Das sind alles so Sachen, kein Kontaktschaden, Iframes. Lässt einen das Spiel ganz anders spielen natürlich. Was ich cool finde, sie haben ihre Core-Design-Sachen schon mal geändert. Das ist, meine größte Sorge war, dass sie versuchen, 1 zu 1 Eternal Noctis als Roguelike umzusetzen. Was, es ist ein tolles Spiel, aber ich glaube nicht, dass es ein tolles Potenzial für Roguelike hat. An sich, weil das eben zu sehr vom Platforming gelebt hat und Platforming-Roguelikes meistens nicht so super funktioniert, wenn es zu schwer ist. Genau, und auch da, man wird nicht geresettet, man hat Blutungsschaden drauf. Okay, es ist sehr, sehr anders designt. Das ist schon mal ein gutes, gutes Zeichen. Genau, auch das Kämpfen selber ist sehr anders. Das Trefferfeedback ist es nicht ganz auf dem Level von dem Dead Cells. Was Dead Cells so außergewöhnlich gut macht, vom Kampfgefühl her. Okay, für uns ist das Plattform natürlich jetzt trivial. Jeder, der Eternal Noctis gespielt hat, wird den anfangen. Aber es gibt Platforming, das ist schon mal cool. Es gibt sogar Platforming mit einer. Oh shit, mit einer Logik. Der hat mir da grad, ich bin es gewohnt, geresettet zu werden. Wenn ich mich wundere, warum bleibt er einfach in den Stacheln stehen? Ich sage ja, das ist erstmal die Umgewöhnungsphase. Nee, wirklich, man fühlt sich zu Hause, aber trotzdem ist es frisch und anders. Genau, so Dead Cells macht das Trefferfeedback beim Kämpfen extrem gut. Und ich finde, jeder Entwickler sollte sich Dead Cells mal ein bisschen anschauen, muss es nicht übertreiben wie bei Dead Cells vom Schlagen her. Und sie haben es ein bisschen besser gemacht schon mal als in Eternal Noctis. Ich glaube, das Spiel ist aber noch nicht ganz da, wo es sein sollte, wenn es darum geht, wie es sich anfühlt, Gegner zu schlagen. Weil das ja eine der Dinge sind, die man am meisten machen wird. Das ist schwer in Worte zu fassen, so ein Feeling. Ihr kennt es ja, wenn ihr Dead Cells oder andere Spiele spielt. Manche Spiele haut es einfach rein und macht einfach Sinn. Bei anderen Spielen ist es ein bisschen weniger impactvoll. Hier würde ich sagen, ist es so mittel. Also es ist weder besonders gut noch besonders schlecht vom Impact-Feeling. Eternal Noctis war vom Impact-Feeling schlechter als das Spiel, glaube ich, einiges. Aber es lag daran, dass es auch ein ganz anderes Kampfsystem hatte. Okay, die Gegner haben nicht so viel HP, dass man die Taste halten muss bei den Truhen. Ich will immer Walljumpen, das ist. Ich wundere mich, warum sie keine Walljumps eingebaut haben. Ich werde Feedback natürlich zu dem Spiel schreiben, während ich spiele, weil den Entwicklern gerne Feedback geben würde.
So. Dann mache ich ganz kurz mal einen Forms Post. So. So, okay, dann machen wir das mal. Ist gerade ein Post gemacht. Ich werde jetzt bei dem Form-Post werde ich so ein bisschen, während ich spiele, meine Meinungen und Ideen ändern, anpassen und so weiter. Das Feedback für die Entwickler. Ich glaube, die Entwickler haben aus meiner Sicht es sich verdient, dass man bei dem Spiel das Feedback ihnen gibt. Weil ich mit Eternal Noctis so eine gute Zeit hatte. Und ich werde nie einen Schwierigkeitsgrad oder sowas ansprechen, sondern ich werde eher so Sachen wie zum Beispiel was ist mein Problem mit dem Walljump? Walljump ist eine Mechanik, die ermöglicht einem super, super viele coole Aerial Moves und war eine der Core. Also es schränkt unglaublich ein, was du machen kannst im Bereich des Platformings im Spiel. Es soll ja kein Platformer sein, natürlich. Aber es ist trotzdem so, dass Walljumps aus meiner Sicht eine coole Mechanik sind und vielleicht kommen sie ja noch im Spiel. Also es wäre schade, wenn sie nicht im Spiel wären. Genau, weil Walljumps sind immer cool. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch bei Rogue Legacy hatten. Genau, ich glaube einfach, der Stil erinnert mich auch ganz arg an Rogue Legacy jetzt in dem Teil, weil die Kamera so ein bisschen näher dran ist auch. Und dann dadurch halt eben auch der. Es wirkt einfach insgesamt ein bisschen mehr wie Rogue Legacy. Was ist das denn jetzt hier? Können wir einfach eins nehmen? Im Vergleich zwischen den beiden. Hat immer ein Crit. Jeder siebte Crit. Das sieht irgendwie cooler aus. Macht genauso viel Schaden. Okay, jetzt haben wir eine andere Waffe. Bei jeder siebte Angriff ein Crit. Ich glaube, die andere Waffe wäre besser gewesen von den Stats her. Genau, weil es macht hier kaum Sinn. Aber ansonsten hat sie einfach nur Vorteile gegeben mit der Waffe, die wir gerade ausgetauscht haben. Ich glaube nämlich, die ist der gleiche Waffentyp mit dem gleichen Attack Speed. Genau, also man merkt, dass sie sich Deadsets, glaube ich, ein bisschen angeschaut haben. Aber sie müssten noch ein bisschen mehr das Trefferfeedback, glaube ich, daran anpassen. Okay, es gibt viele Gegner auf einmal. Das Essen, wie viel heilt das? Das heilt nicht so viel. Also, es macht schon mal den Eindruck, dass die HP, die man hat. Ups, hab ich aufgepasst. Genau, Stunlocken ist auf jeden Fall in Ordnung, dass man das kann. Das ermöglicht viele Gegner auf einmal. Ich will immer noch Walljumpen, also mein interner Noctis-Gehirn ist immer noch da. Aber das wird hoffentlich bald gehen.
Das klingt grauenhaft. 25 zu 100% klingt furchtbar, furchtbar schlecht. Wo war das nochmal? Es gab irgendwas anderes, wo es genauso war. Super wenig Bonusschaden für super viel extra Schaden. War das auch in Eterna Noctis so? Ich weiß gar nicht. Irgendwo war irgendwas, hatte eine echte Sache. Hast du Healing Properties but increases your max health by 5% if you are defeated. Until you are defeated. Okay. Schade, ich hätte lieber Heilung gehabt. Okay, warum man da jetzt Platforming eingebaut hat, um den Raum zu verlassen, ist mir nicht ganz so klar. Genau, das ist für mich ganz so verständlich. Ja, wir müssen uns angewöhnen, dass wir nach oben angreifen können. Okay, das ist ein. Ah, okay, wir können durchdashen. Nicht vergessen, das ist Eterna Noctis und nicht. Das ist das andere. Haben wir gerade Schaden genommen, weil wir ihn berührt haben? Das müssen wir rausfinden, ob es einen Kontext-Damage gibt. Man kann sie berühren, oder? Ja. Du kannst sogar durch sie durchlaufen. Oh, das ist cool. Endlich ist es. Ich finde Contact Damage in Spielen immer Aids und ich fand auch Eterna Noctis. Hat zwar vom Schwierigkeitsgrad her ihn gepasst, dass man nicht einfach reingehen kann. Das ein bisschen mehr Präzision erfordert hat. Aber ich glaube, auch da wäre ich ohne Contact Damage insgesamt cleaner gewesen. Aber es hat halt gepasst, finde ich. Ja. Die Taste hier zu halten ist ziemlich sinnlos. Genau, wenn wir viel angreifen, mashen müssen, würde ich es vielleicht sogar automatisieren. Kettlicher. Okay, das ist gefährlich. Hier können wir dashen in der Luft, habe ich gar nicht getestet. Ich bin tot? Nee, oder nicht? Wenn man von der Klippe dasht, kann man nochmal dashen. Okay, das ist cool, weil das kommt man bei Eterna Noctis nicht. Dadurch hat man ein bisschen eingeschränktere. Muss man ein bisschen mehr darauf achten, wann man was macht. Wir haben mehrere Shurikens. Okay, die Kamera ist ein Ticken nah dran vielleicht für die Offscreen-Projektile. Genau, so vielleicht einen kleinen Ticken nah dran Offscreen. Auch nicht vergessen, dass es der splittende Shuriken ist. Das muss ich noch gucken wegen der Kamera. Das war so ein Problem, das Rogue Legacy hatte. Aber da war es eben, weil meistens ein Raum fokussiert worden ist. Und hier hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Chaos Level 5 hier. Okay, wir haben relativ viel gekriegt. Das reicht für ein Upgrade. Okay, also da würde ich Ihnen empfehlen, den Ladebildschirm in den Hintergrund von der Belohnung zu machen. Damit man direkt hier rauskommt. So, okay. Ihr kennt mich, wir leveln Schaden so sehr wie wir können. Hier ist, fließt so ein bisschen dunkle Energie rein. Die kosten sehr viel zum Freischalten, wie es ja auch noch Early Access. Wir haben keinerlei Ingots zum Waffen upgraden. So, was ist das hier? Ah, okay, okay, okay. Man kann die also wie so quasi Edelschein hochmachen. Ah, okay, cool. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir mögen die, die und die nicht. Wenn die fusionieren. Und dann haben wir einen höher. Das ist eine gute Idee, weil wir können ja eh nicht so viele Runs machen, also nehmen wir die einfach. Und einen der niedrigsten kriegen wir sowieso immer. Ja, cool. Okay, können wir einfach reingehen. Das ist eine interessante Idee. Ich weiß noch nicht, wie sehr die den Impact auf die Langzeitmotivation hat. Also ob man dann quasi so ist, oh Poggers, ich kann meine Samen da reinstecken. Okay. Hätte man hier jetzt die Waffe auswählen können? Ja, das scheint mehrere Startbiome zu geben. Das ist ein Schuss. Der kann einfach nur springen, der hat mich getroffen. Okay,
bin verwöhnt von meiner Sense von Nintendo Noctis, weil die so viel Schaden gemacht hat. Oh, wir können den einfach ignorieren. Heilt er sich, wenn man das macht? Man stunt ihn aber auch durch Angreifen. Okay, das ist jetzt ein einfaches, drehendes Hindernis. Man selber bleibt nicht in der Luft stehen, wenn man angreift. Man kann Gegner so runterschlagen. Ich meine, es ist halt jetzt ein Genre im Gegensatz zu Eternal Noctis, also Precision-Plattformer, da gibt es nicht so viele von. Roguelikes gibt es super, super viele. Also Roguelikes sind ein sehr, sehr, sag ich mal, gut gesättigtes Genre und auch mit viel mehr guter Konkurrenz als Metroidvania-Spiele. Insbesondere schwere Metroidvania-Spiele gibt es nicht so viele von. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo das, also ob das Spiel jetzt von mir jetzt momentan eine Empfehlung kriegen würde. Wir spielen es noch nicht so lange. Deswegen kann ich das noch nicht wirklich beurteilen. Aber mein erster Eindruck ist so, es ist halt ein Platforming-Metroidvania im Stile von, am ehesten würde ich jetzt sagen, Rogue Legacy von dem Feeling her. Dead Cells, so in die Richtung. Es macht bisher nichts groß falsch, es macht bisher nichts groß einzigartig, also vom Feeling her. Deswegen kann ich noch nicht viel dazu sagen, ob das Spiel dann am Ende des Tages eine Empfehlung von mir kriegt, weil es ist Early Access, es ist eine frühe Version. Es macht jetzt nicht Instant-Click wie zum Beispiel bei Hades, muss ich sagen. Also bei Hades habe ich so Instant-Click-Gefühle gehabt, aber andererseits auch Eternal Noctis. Am Anfang war ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Und erst mit der Zeit hat sich dann herauskristallisiert, dass das Spiel richtig gut ist. Genau, einiges an Gegnern. Und es ist eine sehr, sehr spammy Nahkampfwaffe. Ich bin ja eher so der Typ, der langsame, starke Nahkampfwaffen mag. Deswegen habe ich auch die Sense in Eternal Noctis geholt. Deswegen hoffe ich, es gibt auch den Spielstil. Karte ist wie gesagt sehr, sehr Rogue Legacy, also auch die Anordnung der ganzen Sachen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob sie auch noch eine Art Metroidvania-Progression über Rogue Legacy einbauen wollen für die unterschiedlichen Gebiete. Und wir haben ja erst neulich Rogue Legacy 2 gespielt, also es gibt viele Gründe, warum das Spiel eben in der irgendwo hinkommt, wo ich schon viele sehr, sehr gute Spiele gespielt habe. Und da bin ich wahrscheinlich ein bisschen kritischer als bei Eternal Noctis, wo ich zwar auch kritisch bin, aber vielleicht jetzt nicht gerade erst vor kurzem genau das gleiche in der anderen Variante gespielt habe. Genau, es ist also relativ entspannt bisher. Okay, wir haben Chaos Level 4. Das ist unser erster Raum mit ein bisschen Platforming. Ist die Truhe unten? Ich glaube, das ist ja alles. Nichts Wildes. Er sagt ja, nimmt sofort Schaden in dem Moment. Genau, bewegliche Elemente gab es in Eternal Noctis ja nicht so viele. Haben sie eher so puristisch gehalten. 10% mehr Schaden an Dingen, das klingt grauenhaft, weil wir haben doch gar keinen Schaden. Auch nicht gut. Oh, wir können nur zwei davon sockeln. Okay, also wenn wir nur zwei sockeln können, dann wäre das wahrscheinlich nicht meine erste Wahl gewesen. Was ist das denn? Okay, ein Chaosportal. Nur in eine Richtung. Guck, da ist ein Boss. Wenn das das Levelende ist, würde ich jetzt eigentlich einen Boss erwarten. Okay, das ist eine relativ große Animation gewesen. Ich mache erstmal einen Full-Floor-Kunden. Ich weiß noch nicht, was in dem Spiel am sinnvollsten ist. Kompletter Kunden, nicht kompletter Kunden.
Genau. Das ist unter der Annahme, dass ich natürlich lebe. Ja, ich muss echt mal gehen, abtrainieren, Wall zu jumpen. Das wird relativ schnell gehen. Ich hoffe nur, dass es vielleicht nicht langfristig die Entscheidung der Entwickler ist, Wall Jumps nicht im Spiel zu haben. Okay, das ist relativ tricky. Also mit relativ tricky meine ich, das ist unglaublich schwer. What the fuck? Ist das Timing random? Moment, ist es nicht immer das gleiche? Das sollte nicht sein. Also man sollte auf keinen Fall Fallen machen, die random schießen. Weil das heißt einfach nur, dass der Spieler lange genug warten muss, bis die... bis man durchkommt. Das ist gut. Wir können nur zwei Sachen sockeln. Das ist super einschränkend. Ja, es gibt ja Roguelikes, die lassen richtig wilde Sachen zu, wie Binding of Isaac. Und ich habe bei dem Spiel eher erwartet, dass es dann eben nicht so ist, dass ihr so Dead Cells oder sowas ist mit minimalen Bilderweiterungen. Das ist viel besser als unsere Waffe. Moment, was? Sie hat viel mehr DPS. What the fuck? Ah, sie ist auch Level 2. So ein Idiotentest gerade. Man, werden die Steine auch rausgemacht? Was? Was? Oh, wir konnten einen mitnehmen, der dann direkt ausgerüstet ist. Haben wir einen schlechteren Stein mitgenommen. Okay, das hätten sie vielleicht ein bisschen klarer darstellen sollen. Ich nehme an, dass dieses Feuer, dieser Feuereffekt immer die Truhe ist. Vielleicht. Wo sind wir gerade? Dann ging es oben weiter. Ah, shit, es ging oben weiter. Natürlich genau an der Aids-Stelle. Nee, genau, es ist random. Das ist nicht so vorteilhaft. Nehmen wir mal da jetzt gleich weiter. Weil wir im falschen Raum sind. Genau, auch durch Plattformen nach unten droppen war relativ selten in Nintendo Noctis. Hat man nicht so oft gebraucht. Hin und wieder mal, aber... das ist natürlich jetzt gut, weil wir die Gegner vergiften. Das heißt, je nach Waffe macht es sofort Sinn. Okay, das zweite Level sieht gleich ganz anders aus, oder ist das einfach nur das Portal? Ne, das ist wirklich das zweite Level. Okay, jetzt vergiften wir die Gegner. Was für eine Farbe haben die Lebensleisten in Genshin? Stimmt, das ist eine gute Frage. Was für eine Farbe haben die Lebensleisten in Genshin? Die sind rot, oder? Ich glaube, das stört mich. Die grünen Sachen. Ich glaube, die Enemy HP Bars sind rot. Ja, das muss unbedingt auf rot geändert werden. Das ist das. Irgendwas hat mich gestört optisch. Und jetzt weiß ich, was es ist. So. Wie finde ich meinen eigenen Post? So, okay,
Okay, mal gucken, was sie alles davon anpassen werden. Ich glaube, mein Feedback ist sehr wertvolles Feedback in dem Moment, wenn man es annehmen möchte. Weil ich glaube, das sind so Sachen wie, dass HP-Leisten rot sind bei Gegnern und bei Verbündeten grün. Das haben so viele Spiele gemacht. Man kann sie grün lassen, aber ich hasse grüne HP-Leisten bei Gegnern. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwas bei grünen HP-Leisten triggert bei mir. Oh, warte mal, die kennen wir aus Eternal Noctis. Stimmt, die Gegner bisher kannten wir sie eigentlich ja nicht so. Ja, das hat mir nicht gefallen. Ich mochte. Oh, what the fuck? Rotiert sich immer, oder? Ja, so ein bisschen Plattforming hier. Die hat eine Art Target-Lock in die Richtung auf den Gegner. Müssen wir uns auch dran gewöhnen. Der explodiert schneller als in Eternal Noctis. Gut. Bei Eternal Noctis waren die ein bisschen langsam. Da oben sollte eine Truhe sein. Okay, wann? Okay, das sollte eine Rotation, glaube ich, eher durchführen. Also eine. Man muss irgendwie besser sehen, wann es rotiert. Da ist der Licht-Jizz, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist die Frage, kommen wir da. Ja, kommen wir auch so raus. Okay, ja, kein Walljump heißt auch kein. Tricky Plattforming oftmals. Da sind drei Schüsse schießen, okay. Tendenziell ein bisschen zu viele von diesen in den Ecken Gegnern. Die sollten vielleicht einen Hit oder so aushalten, damit es ein bisschen actionreicher gestaltet ist. Ist eingesprungen. Okay, wir sind relativ low mit den HP. Geht hier ein Hacker ab. Okay, warum halt. Ich weiß nicht, ob es eine Option dafür gibt. Ich werde jetzt alles das Feedback schreiben, selbst wenn es Optionen dafür gibt. Ich glaube nämlich nicht, dass es eine gibt. So. Ja, wie gesagt, ich will ja, dass sie so, dass das Spiel erfolgreich wird. Nicht, weil ich es gekauft habe, sondern einfach, weil ich es den Entwicklern wegen Eternal Noctis gönnen würde. Aber dazu muss halt, denke ich, dieses ganze Detailzeug. Also, wie gesagt, es ist nichts grob fahrlässig, sind eher so Kleinigkeiten, die so ein bisschen, die man besser machen kann, instinktiv einfach. Zum Beispiel, wie gesagt, das Trefferfeedback, wie die Kamera, wie der Screencheck und so weiter funktioniert. Ich glaube, ja. Passe das, dass man das nicht kontinuierlich editieren kann. So. Ja, man. So. Okay. Ja. Alles viel zu teuer. Diese grünen HP-Leisten, die ficken mich halt einfach. Ich mag keine grünen HP-Leisten bei Gegnern. Das ist einfach was, wo ich mir denke, das hätte man. Das ist einfach nicht. Das machen die meisten Spiele. Ich mache ein paar Spiele, aber die meisten HP ist grün für deine eigenen Leute, rot für die Gegner. Das ist einfach ein.
Gaming-Standard. Ich weiß nämlich nicht, wie es bei Mobile Games ist. Vielleicht sind bei Mobile Games viele HP leisten, der Gegner grün. Aber ich spiele ja kein Mobile Games. So, leider haben wir den Livestream nicht gekriegt. Hätten wir den gekriegt, wäre ein bisschen besser. Level 3 macht 50% Schaden nach dem Throw. Und macht auch Gift, ist einfach die bessere Variante. Ja. Nee, Moment, wollen wir gar nicht. Ja, das ist nicht so gut gemacht mit der Auswahl. Man weiß als Spieler nicht, ob man jetzt wirklich das kriegt, was man möchte. Ah, scheiße, Mann. Wir nehmen ja doppelten Schaden. Fick meinen Arsch, Mann. Der Lichtschiss. Ja, der Lichtschiss. HP-Leistung weglassen. Haben sie Nintendo Noctis gemacht mit der Schadensanzeige? Kommt drauf an. Das kommt auf das Spiel an, wie die... Also ich finde, HP-Leisten weglassen ist meistens dann gut, wenn du ein Spiel hast, wo der Spieler konsistenten Schaden macht. Also wenn du zum Beispiel ein Zelda-Spiel machst und jeder, du weißt, der Gegner hält 2 Schwerterschläge aus, der hält 3 aus und so weiter, dann kannst du das lernen. In einem Roguelike, wo die Schadenszahlen vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, ist HP-Leisten weglassen meistens nicht so eine gute Idee, weil du dann nicht weißt, wie lange du pro Gegner brauchst. Also HP-Leisten weglassen ist immer eine gute Idee, wenn die Mittel des Spielers konstanten Schaden zurichten und er es lernen kann, wie viel Schaden er pro Gegnertyp braucht. Aber sobald Gegner zum Beispiel unterschiedliche Varianten haben oder HP-Skalierungen durch irgendwelche Bonuseffekte oder sowas oder Buffs, dann ist es relativ schwer, die HP-Leisten wegzulassen, ohne dass der Spieler sich meistens eher aufgeschmissen fühlt. Genau. Es sollte man natürlich als Option geben. Ich finde, Optionen sind immer gut, aber prinzipiell, wenn man zwischen anderen auswählen sollte, finde ich, ist in den meisten Fällen 2% Crit, Progress, ist in den meisten Fällen, denke ich, ist doch besser, eine HP-Leiste in so einem Szenario zu haben. Ich hoffe, ich habe das richtig begründet, warum ich denke, dass es sinnvoller ist. Aber eine Option ist immer sinnvoll, also eine Ausoption sowieso. Das sollte Standard sein. Genau, also das wollte ich jetzt auf keinen Fall nicht behaupten, dass es besser wäre, gar keine zu haben. Option dafür zu haben, sondern eine Option ist immer gut. Aber standardmäßig würde ich sie nicht ausmachen. Das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Also gar keine Option für HP-Leisten wäre definitiv ein negativer Punkt. Ist irgendwie alles Trash, aber von mir aus. Also wir haben noch keinen Boss gesehen bisher. Ich weiß nicht mal, ob ein Boss im Spiel ist. Es ist, wie ich mir gedacht habe, in Richtung Kampf orientiert worden. Sie haben viele Core-Sachen geändert. Also sie sind bereit, quasi Eternal Noctis sein zu lassen. Ist die erste Sorge schon mal weg. Es ist die Frage, ob sie zu viel weggelassen haben. Also hätten sie den Walljump drin lassen sollen. Hätten sie generell das gute Platforming im Spiel lassen sollen, anstatt nur auf Kämpfen zu gehen. Weil ich habe wirklich, ehrlich gesagt, schon ein bisschen gehofft, dass sie ihre große Stärke, das Platforming, drinnen lassen. Aber leider, glaube ich, ist da das Feedback der anderen Spieler zu negativ gewesen. Und deswegen sind sie wahrscheinlich mental davon weggetreten, leider. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich das Feedback zu Eternal Noctis mit dem Schwierigkeitsgrad hauptsächlich auf das Platforming zurückzuführen ist. Und dass die deswegen gedacht haben, ja gut, die Leute fanden das Platforming scheiße und dann verlieren wir jetzt schon wieder Leute, weil wir wieder gutes Platforming einbauen. Das finde ich schade. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es trotzdem noch geiles Platforming gegeben hätte. Aber es sieht danach aus, als ob sie das Platforming auf ein Minimum reduzieren wollten. Und was bisher drin war, war auch mit beweglichen Elementen. Das ist meistens nicht meine liebste Art des Platformings, weil die gibt das Tempo immer vor. Sobald das Spiel einem zu sehr das Tempo vorgibt, finde ich, wird das Platforming ein bisschen weniger interessant. Ich meine, hin und wieder ist es gut, dass das Platforming Tempo vorgibt. Wir sind reingelaufen. Was? What the fuck? Nicht gestunt? Das ist mein Bitch. Ja, und tendenziell wirkt das Spiel ein wenig flacher als Eternal Noctis bisher. Das ist gut. Und das kostet uns nichts. Ja, da ist die Tastenbelegung ein bisschen komisch. Warum X und nicht A nochmal zum Bestätigen?
Genau, also es liegt wahrscheinlich daran, dass das, dass die Entwickler davon ausgegangen sind, dass beim Roguelike es viele unterschiedliche Leveltypen geben wird. Aber es ist halt insgesamt flacher vom Grafikstil her. Und es kann, wie gesagt, im Early Access geschuldet sein, aber das war eine der großen Stärken von Nintendo Noctis. War, wie tief die Level gewirkt haben. Und hier, das wirkt relativ flach. Aber man kann durchdashen, nicht vergessen. Obwohl da schon viele scrollende Layer sind. Aber ja, irgendwas wirkt flacher. Ich kann, das ist immer so schwer in Worte sowas. Vielleicht weil wir näher dran sind. Es kann auch sein, dass es durch die Nähe der Kamera einfach der Effekt entsteht. Also ich bin wirklich am Überlegen, ob ich. Das scheint ein Geheimgang oder sowas zu sein, oder? Kommen wir da ran? Ich bin überlegen, ob ich mir einen versuche. Kann ich mit der. Welche Taste ist denn Schlagen am. An der Tastatur? Das ist die Maus. Kann ich mit dem Gamepad spielen mit Maus angreifen? Er wechselt halt die ganze Zeit oben die Icons, wenn ich das mache. Ich glaube, ein Auto-Attacker wäre in dem Fall. Vermutlich ganz nice. Wenn man so oft auch schlagen muss. Andererseits weiß ich nicht, ob es Charge-Attacks geben wird. Ansonsten schreiben wir uns einfach kurz ein Skript, dass das macht. Wäre vermutlich eine Idee. Da müssen wir mal schauen. Also erstmal lassen wir es einfach so, wie es ist. Aber über kurz oder lang, glaube ich, könnte ein Attack-Skript ganz nice sein. Das ist unvorteilhaft, großer Raum, weil um zu der Schlüsselstelle zu kommen, muss man sehr weit zurücklaufen. Das sollte man meistens vermeiden, wenn man kann. Okay, 25 HP. Ich weiß nicht, was diese ganzen Spiele mit diesen Bäumen haben. Das hat ja, glaube ich, auch Rogue Legacy. Das ist, wie gesagt, nicht ganz eine gute Idee. Will ich Auto-Attack mir ein Skript kurz machen? Die linke Maustaste. Ein Auto-Hotkey-Skript würde ich mir dann einfach machen. Wobei ich das ja nicht gemacht habe, um den das habe ich noch nie mit dem Controller gemacht. Nee, da braucht man gar kein Auto-Hotkey für. Das machen wir, glaube ich, dann einfach mit Joy-to-Key. Ja, Joy-to-Key ist, glaube ich, an der Stelle der einfachere Weg. So, dann machen wir ein neues Profil. Das heißt, okay, und dann wollen wir die X-Taste wollen wir auf Emulation der. Ich mache das am besten auf einer Tastaturtaste, das ist ein bisschen entspannter. Machen wir einfach L und machen wir dann auf Auto-Repeat. Und was haben wir da eingestellt als guten Wert? Moment, wir hatten das. Ich glaube, wir haben 7 Mal pro Sekunde oder sowas genommen, aber ich schau mal ganz kurz. Ja, ich glaube, wir haben uns so für 5 pro Sekunde entschieden gehabt. Muss ich nur noch irgendwo finden, wo ich so scheiße. Shit. Ja, 5 pro Sekunde. Okay.
fünfmal pro Sekunde. Ja, da kann man sogar einen Kommentar zu machen. Okay, und jetzt müssen wir nur noch Angreifen auf L legen. Steuerung. Wir könnten theoretisch auch mit den Schultertasten jetzt angreifen, weil wir ja nur einen Dash haben. Müssen wir mal schauen. Primary Attack ist Q momentan. Ah ja gut, wenn es Q ist, dann legen wir es einfach auf Q. Das ist gar kein Problem. Clear this button assignment. So, dann machen wir Q rein. Auto-Repeat 5 mal pro Sekunde. Und jetzt sollten wir theoretisch, wenn wir die Taste halten... Oh, das sieht gar nichts. Okay, warum passiert gar nichts? Vielleicht sollten wir, Moment, das ist auch eine Idee, die X-Taste wegbelegen. Auf den rechten Stick. Hier. Ja, sehr schön. Okay, nice. Also ich halte jetzt einfach die X-Taste und er greift automatisch an. Das spart mir super viele Klicks, die keinen Sinn machen. Alles, was trivial ist und automatisierbar ist und nicht cheaten ist. Also ich mache extra nur 5 mal pro Sekunde, was locker zu drücken ist als Mensch. Wenn die Peak-Performance bei uns ist deutlich über 5 mal pro Sekunde. Nicht, also nicht so deutlich, ich habe schon deutlich, was wir konstant halten können. Und dementsprechend mache ich das einfach nur, um mir den das Karpaltunnel-Syndrom ein bisschen weiter vom Leib zu halten, bis es dann hoffentlich niemals ankommt. Ja, der Abschnitt ist mir zu backtracky. Also dieser Raum würde von mir eine nicht gute Navigierbarkeit akkreditiert bekommen. Im Rahmen von einem Roguelike. Mit einem Crit, das ist total unwahrscheinlich. 1% HP für 200% Schaden. Let's go. Wir sterben sowieso, also. Und das dann noch mit viel Attack Speed. Mal gucken. Also man hat so wenig HP, sterben wir dann nicht einfach in einem Schlag. So, jetzt spielen wir quasi Bloodborne, nur dass wir die Gegner nicht so machen. Und das 200% Schaden oben in Grün. Also ich mag die Grünfarbe nicht. Die Grün, also auch die HP-Leiste. Die irgendwas an der Farbe. Ich weiß nicht, was es ist. Rot und Grün zusammen sieht nicht schön aus. Alter, ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Kann man in zwei Richtungen? Nee, wir können zwei Mann. Wie viel angenehmer das ist, wenn man jetzt nicht mehr Button mashen muss. Oh shit, das ist mega gut. Wir werden ja immer volle HP haben oder tot sein. tot oder volle HP. Oh yeah, okay, es gibt schon mal ein, man kann schon mal gute Builds machen. Wenn man nach oben angreifen, hat das Spiel vergessen, einem zu erklären. Das Gute ist, dass wir Eternal Noctis gespielt haben, wo das ging. Deswegen sind wir selber drauf gekommen. Holy shit. Macht der. Werden die gestunt abhängig vom Schaden? Weil ich habe den Eindruck, dass wir den schon nach 2 Hits stunnen. Und man kann auch viel leichter Area Combos machen, so. Ja, ist super angenehm. Ja, also müsste eigentlich Standard bei jedem Spiel sein, die Option später. Also es sollte zumindest eine Option drin sein für Auto-Trigger bei sowas. Weil so viele Menschen machen sich die Finger unnötig kaputt, weil Entwickler ihre Spiele nicht richtig designen können. Weil es gibt Eingaben, die kann man nicht automatisieren. Aber es gibt Eingaben, wenn es keinen Grund gibt, diese nicht zu automatisieren, sollte man sie automatisieren. Und wenn man dann als Entwickler es macht, ist man natürlich smart und macht langsame Waffen. Macht man vielleicht nicht automatisch. Schnelle Waffen macht man automatisch. Waffen, die Charge Attacks machen, macht man nicht automatisch. Also man kann das quasi so designen, dass das dann viel angenehmer ist und das Spiel nicht jedes Mal manuell wechseln muss. Ich hoffe einfach, dass es in einem Spiel nicht zu viele Charge Attacks dann später gibt. Das klingt gut. Warum das anstatt den Schaden? Weil das gibt mir die Möglichkeit, mich wieder voll zu heilen, wenn ich getroffen werde. Hoffentlich.
Genau, der einzige Nachteil, den man natürlich hat, ist, dass oben diese Icons flackern. Könnten wir das zurückrufen? Oh, das erklärt das Spiel einem gar nicht, dass man auch zurückrufen kann. Ja, das benutzen wir noch gar nicht, die Teleportation. Da haben wir irgendein Item oben. Ich weiß noch nicht, was das genau macht. Und die Teleportation selber scheint nicht wirklich sinnvoll zu sein, weil sie nicht viel DPS braucht. Vielleicht braucht man sie in irgendwelchen Bossfights. Ist auf jeden Fall keine Mechanik, wo ich jetzt, weil wir so oft dashen können, wirklich einen großen Nutzen gerade drin sehe. Und dementsprechend ignoriere ich sie halt auch. Hier kann man hochgehen. Man hat relativ viel Knockback manchmal. Oh, das kann man nicht tun. Okay, das tat auch weh. Ey, hi Neutanomi. Wir haben Eterna Noctis durch. Das ist Summum Eterna. Das Roguelike. Ich meine, man kennt es, glaube ich, sofort, wenn man Eterna Noctis ein bisschen zugeschaut hat, dass es nicht mehr das gleiche ist. Sobald man diese Itemräume sieht. Können wir normalerweise angreifen und dann springen? Das ist eine gute Frage. Geht auch so. Geht auch so. Man muss nur ein bisschen Button maschen. Also leicht hier ist es gut. Wenn wir geheilt werden, werden wir grün. Das ist ganz schön. Genau, solange die Gegner nicht grün leuchten. Ansonsten, aber wie geht's dir denn heute bei mir? Ja, habe ich schon gefragt. Ich bin heute leider mal wieder ein bisschen müde. Mich hat es gewundert, dass ich überhaupt das Spiel durchgespielt habe. Es ging sogar super schnell. Also ich habe, glaube ich, nur 5 Versuche oder so gebraucht. Vielleicht Kopium, kein Kopium. Ah, okay, aber sie haben immer noch die Sachen drin, aber leider keine Walljump mehr. Mann, das wäre so schön, wenn der Walljump noch da ist. Das ist nämlich eben das Bonusareal. Es fühlt sich an, also wenn ich es vergleichen müsste mit einem Roguelike, es fühlt sich an wie Dead Cells. Dead Cells trifft Rogue Legacy, wäre so mein Feeling, das ich im ersten Moment habe. Also nicht von den Upgrade-Mechaniken, sondern von den reinen vom Game-Gefühl. Rogue Legacy mit Dead Cells-Kampfsystem wäre meine Ersteindruck vom Feeling. Ihr seid gleich. Okay, das Gute ist, sie haben nicht Mini-Variationen eingebaut und man denkt die ganze Zeit, man kommt nicht weiter. Ja, tatsächlich. Heute nach 5 Versuchen habe ich ihn geschafft. Gestern haben wir noch ein bisschen an ihm gearbeitet. Ich glaube, du warst, glaube ich, sogar bis zum Schluss da, als wir ihn gestern probiert haben. Ich glaube, so heute 5 Versuche oder so hat es gebraucht. 5, 6 Versuche. Oh, vielleicht waren es auch 10, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht 50, die ich gedacht habe. Neuer Master-Schwierigkeitsgrad zu kommen. Wie wär's mit einem Master-Game-Design-Patch? Das Spiel braucht Master-Game-Design, es braucht keinen Master-Schwierigkeitsgrad. Und ich erinnere nochmal dran, das Spiel ist im Early Access, das heißt, alle Sachen, die ich jetzt sage, schreibe ich auch den Entwicklern, die ich an Kritikpunkten habe. Und bisher sind es eher so Geschmackssachen, die man als erfahrener Gamer sich aneignet. Wie rote HP leisten bei Gegnern statt grüne. Grüne HP leisten bei Gegnern erinnert mich so immer so ein bisschen an Strategiespiele aus den 90ern. Ich glaube, selbst da sind die rot, oder? Und die eigenen grün. Also irgendwie rote HP leisten, ich habe keine Ahnung, was zum Fick macht der gerade hier. What the fuck geht eigentlich gerade ab hier? Das ist irgend so ein komischer Stein. Ich habe doch so einen guten Bild. Leute, ich habe so einen guten Bild. Offensichtlich ist mein Bild Schrott. Oh mein Gott, er hat uns instant gedashed. Holy shit. Ich hätte aufpassen sollen. Das zweite Level hier war 3000 mal schwerer als das zweite Level das letzte Mal. Gib mir zumindest ein Chaos Level von 5. Dankeschön. Dann machen wir mal Continuar. Das ist nicht der Nachfolger, das ist das Prequel zum anderen Spiel. Ich weiß jetzt eben nicht, ob das den Cliffhanger vom anderen Spiel auflöst. Ob das quasi das To Be Continued ist. Man weiß ja nicht, auch wegen Finanzen und so weiter, ob sich ein zweiter Teil überhaupt anders hätte finanzieren lassen können als über Early Access. Es ist das Prequel zum anderen Teil. Vielleicht klärt es aber trotzdem Story-Aspekt aus dem aus.
Und es spielt sich sehr, sehr anders. Also es sieht ähnlich aus, aber es scheint einen starken Fokus auf Kämpfen zu haben, was das andere Spiel nicht hat. Es hat keinen Kontaktschaden, es hat Gegner-Stunts beim Angreifen. Dashen hat Iframes und so weiter. Es ist sehr, sehr anders als noch das andere Spiel. Wir sollten wahrscheinlich einfach die günstigen nehmen. Normalerweise bin ich All Damage, aber an der Stelle hat das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Wir haben erst einen Ingot. Da sind wir gar nicht so weit von entfernt von dem einen. Dann jizzen wir gleich nochmal unseren Samen rein in die neue Welt. Und wir können keine Kombination machen. Sollen wir wirklich die Kombination aus den anderen machen? Damit wir einen blauen kriegen? Glaube schon. Ich glaube schon, dass die Fusion an der Stelle am sinnvollsten ist. Was kostet eigentlich Rerollen hier? Fuck, nein, nee, nicht rein, ich will es rerollen. Ah, Genetic Modifier. Das würde uns 50 kosten, holy shit, nein. Ja, holy shit, nein. Ich hoffe, ihr mögt spritzen. Was ist heute rausgekommen? Das ist der Patch für Soldiers? Das Spiel sollte nicht heute rausgekommen sein. Ich habe das schon vor einer Weile gekauft. Das Spiel sollte im Early... Also, ist es noch im Early Access? Ich hoffe mal, es ist noch im Early Access. Also, ich hoffe nicht, aber ich erwarte, dass es noch im Early Access ist. Ansonsten wäre das ja schon released worden. Ich schau mal ganz kurz. Ist es noch im Early Access? Ist noch im Early Access. Ja, ja, ist noch im Early Access und es kam am 16. Juni raus. Wir haben Juli. ich würde sagen, passiert. Juni und Juli, welcher Vollidiot hat die Namen so ähnlich gewählt? Das ist fast wie die Bosse bei Elden Ring, die alle gleich heißen. Radagon, Radan, Melina, Melania und so weiter. Irgendjemand war ein Spacko und hat die Namen alle gleich gemacht. Nee, stimmt, für das Repeat ist Joy2Key einfach... Ja, es macht Sinn, dass wir Joy2Key einfach verwendet haben für das. Wir wollten ja nicht mehrere Eingaben mit Tastatur machen, wo wir da das tolle Skript von der Neutronomie in... Auto-Hotkey gemacht haben? Was Auto-Hotkey? Ich hab vergessen, wie es hieß. Hotkey. Gerade angeschaut und gelesen. Okay, wir haben schon die halbe AP verloren. Wir sind verwöhnt vom Schaden gewesen. Und nicht vergessen, wir haben Iframes. Da gibt es noch mal ein bisschen Rahmen oder was auch immer das ist. Die Laterne sieht auch ein bisschen aus wie Rahmen. Ich meine, den Walljump brauchst du nicht. Du gewöhnst dich dran, dass es ihn nicht gibt, aber ihn einfach als Option zu haben, ich meine, es kostet einen ja nichts und es gibt ihnen mehr Platforming-Möglichkeiten. Ich weiß nicht, warum auch immer das machen wollten. Das haben wir jetzt in unsere Kiste, meine ich, unser Ding reingesteckt. Moment, können wir einen Dash, Walljump, Dash machen? Ah, okay, das ist anders als du momentan, deswegen müssen wir uns echt dran gewöhnen. Das ist aber cool. Wir sind noch nicht tot, aber wir können auch noch mal halbe HP heilen, wenn wir wollen. Genau, Autorität, genau, das ist vom Namen her. Nur vor einem Monat ist es rausgekommen, aber leider haben wir so lange für das andere Spiel gebraucht, dass wir es nicht direkt spielen konnten. Aber ich habe noch so viele andere Spiele, die habe ich ja gestern ein bisschen aufgelistet, was wir so alles noch haben. Genau, da es im Early Access ist, werde ich es genauso viel spielen, wie ich möchte. Und dann zu Release nochmal spielen. Ich gebe den Entwickler natürlich mein komplettes Feedback, das ich jetzt dann habe. Genau, weil bei Roguelikes bin ich immer dafür, das Feedback früh zu geben. Unter Umständen änderst du was im Spiel, was das Spiel erfolgreicher machen könnte. Das Problem ist, die Room-Layouts sind nicht randomized, die Gegner-Layouts glaube ich schon. Und das Room-Layout ist blödsinnig, weil man super viel unnötige Traversal-Arbeit hier hat, sage ich mal so. Genau, also das Room-Layout macht keinen Sinn, weil man muss einfach viel zu lange nach links und nach rechts laufen und dann wieder auf der anderen Seite komplett rüber gehen. Kurz und knackig an der Stelle wäre besser. Genau, also die Truhe hätte man eher so hinter den Geheimgang setzen sollen oder irgendwas, dass man dann von A nach B zurückkommt. Okay, wir sind bald tot, aber sollten wir uns jetzt heilen oder nach dem nächsten Hit heilen wir uns?
ist nicht gut. Ich glaube, ich habe mich geheilt. Okay, ja, Gott sei Dank. Ich wusste nicht, ob es nach oben oder unten war, weil die Tasten ändern sich leider, weil wir da Auto-Hotkey. Ne, Auto-Hotkey, Expander. Joy-to-Key benutzt. Fuck my life, man. So viele Programme, die alle ähnliche Dinge tun. Dann stimmt gar nicht. Auto-Hotkey macht ganz andere Dinge auch. Ah! Oh, okay, das war fies. Da hat der Target-Lock sich geändert. Gibt es eine Option für Auto-Target? Auto-Spin. Ist das Auto-Target? Ich glaube, wir machen das aus. Ich glaube, das ist der Auto-Target, den wir gerade bemängelt haben. Ich meine, das automatisch sich zum Gegner hindrehen ist an sich eine nette Idee, aber bei mehreren Gegnern gleichzeitig kann es ganz schnell zu Frustration führen. Das ist dann so wie bei Genshin Impact. Das Master Schwert. Cool. Bei Soldiers gibt es einen Master Schwierigkeitsgrad, hier gibt es das Master Schwert. Ist dann der Master Schwierigkeitsgrad wie bei Zelda und sie spiegeln einfach die Welt von Soldiers? Ich glaube, Soldiers wird irgendwann so in einem Jahr oder zwei oder so, wenn es noch ein paar Patches gekriegt hat, oder falls es noch Patches kriegt, werden wir es uns vielleicht nochmal anschauen, nur um zu gucken, was sie daraus gemacht haben, ob sie irgendwelches Feedback verstanden haben oder ob sie komplett hohl einfach nur ihr eigenes Ding durchgezogen haben. Ich glaube, das ist um einiges besser. So. Okay. Okay, da, wo kommt der denn her? Wenn der von oben kommt, heißt das, dass da noch eine Truhe oder sowas ist? Und wenn ja, wie kommen wir denn hier dran? Okay, aber der Hinweis, dass da von oben ein Gegner kommt, ich weiß nicht, ob das geplant war von den Entwicklern, dass der Spieler darauf aufmerksam wird. Anders als es auf der Karte eine Truhe zu sehen ist. Da braucht man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Intellekt, um das überhaupt festzustellen. Ja, also woran sie arbeiten müssen, ist, wie es sich anfühlt, wenn Gegner sterben und wie es sich anfühlt, wenn man Truhen und sowas aufmacht. Da muss so ein bisschen dieses Knallige rein, wisst ihr, dieses Glücks-Casino-Feeling, ja, das macht man in lauter Spiele, macht man ja so Casino-Sachen rein. Das Casino-Feeling muss ein bisschen mehr rein. Ich glaube, ich schreibe das gleich als Feedback mit dem Casino-Feeling. Die Entwickler so, was schreibt dieser Typ für Scheiße? So. Das Feedback wird immer weiter und weiter und weiter. Sie ist von 43 kürzlich auf 72 gestiegen, also irgendwas müssen sie besser gemacht haben. Nein, Leute, die haben nichts besser gemacht. Was sie gemacht haben, ist das Spiel einfacher zu machen. Eterna Noctis ist ein richtig gutes Spiel, hat ja auch eine schlechte Steam-Bewertung, weil es zu schwer ist. Sobald du das Spiel nicht mehr schwer machst und es sieht gut aus, sind die Leute Gaming! Gaming! So sitzen die dann vor ihrem Monitor. Verstehst du? Das Problem ist, wenn du schlecht und schwer machst, hast du automatisch ein schlechtes Spiel. Wenn du leicht und schlecht machst, sind die Leute so, oh, es sieht schön aus. Weißt du, was ich meine?
müssen nichts besser gemacht haben, sie müssen es nur leichter gemacht haben. Ich meine, leichter wäre wahrscheinlich besser bei dem Spiel, deswegen stimme ich wahrscheinlich sogar den Leuten zu. Aber ob es davon Spaß macht, weiß ich nicht. Also es ist immer noch ein grauenhaftes Spiel dann, aber es ist immerhin nicht ein schweres, grauenhaftes Spiel. Aber andererseits war das Schwere das Einzige, was das Spiel eigentlich interessant gemacht hat. Deswegen ist es wahrscheinlich trotzdem für die meisten Leute immer noch besser, wenn es einfach ist. Für mich ist es wahrscheinlich sogar schlimmer. Aber ja. Genau, sobald du ein Spiel einfach und dumm und schön machst, hast du schon mal eine bessere Chance, als du ein schweres Spiel machst. Und wenn du ein schweres Spiel auch noch schlecht machst, dann hast du gleich beide Parteien. Da hast du die Leute, die keine Ahnung haben von Game Design, die finden dein Spiel zu schwer. Da hast du die Leute, die haben Ahnung von Game Design, würden eigentlich schwere Spiele mögen, finden dein Spiel aber scheiße. Das heißt, du hast ein Lose-Lose an der Stelle. Und im Zweifelsfall macht dein Spiel einfach, wenn es scheiße ist. Habe ich auch, glaube ich, mehrfach gesagt, während man das Spiel gespielt hat. Ihr seid grauenhaft. Kann ich euch recyceln? Genau, das ist so das, was viele Entwickler nicht verstehen, und das Problem ist, dass ein hoher Schwierigkeitsgrad immer einen, wenn die Spieler nicht davon ausgehen, dass euer Spiel ultra schwer ist und sich selber für gut halten, dann denken sie immer, das Spiel ist schlecht, weil wer möchte schon hören, dass man scheiße ist. Wenn du jemandem sagst, ey, du bist einfach zu schlecht für mein Spiel, dann sind die meisten Leute so, das Spiel ist scheiße. Genau, und nur Ausnahmetitel wie Jump King und so weiter kriegen Reviews wie am liebsten möchte ich mich den ganzen Tag nur noch umbringen wegen dem Spiel oder sowas. Oder jedes Mal, wenn ich sterbe in dem Spiel, möchte ich im echten Leben sterben und geben dann ein positives Review. Ja, 10 von 10 hab nur dreimal versucht, mich umzubringen oder sowas. Ja, also sowas gibt's nur, solche Meme-Reviews gibst du leider nur, wenn du Spiele machst, die von vornherein dem Spieler als schlecht verkauft werden. Ihr seid alle schlechter als was ich habe. Okay, wenn es schlechter ist als was ich habe, warum soll ich das nehmen? Ich frage mich, ob man wirklich hardlocked ist in die Waffenwahl. Wahrscheinlich wie bei Hades. Das haben sie sich bei Hades abgeholt. Ich nehme ja mal an, dass die Entwickler nicht dumm sind und alle Roguelikes, die erfolgreich sind, sich angeschaut haben. Weil ich meine, es gibt ja schon einen Grund, warum es von vornherein man viele Parallelen zu großen Roguelikes ziehen kann. Die Kunst ist natürlich dann immer sein eigenes Ding zu machen und dazu muss man halt eben kreativ sein, eigene Ideen haben und so weiter. Und bisher, wie gesagt, macht das Spiel, was es macht, gut, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist weltbewegend. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, wenn ihr Dead Cells hasst, werdet ihr dieses Spiel lieben oder sowas. Oder wenn ihr Rogue Legacy hast, werdet ihr dieses Spiel lieben. Aber für mein, also ist, wie gesagt, ist, am Ende des Tages muss man ja nicht das Rad neu erfinden. Das heißt, wenn am Ende ein Spiel rauskommt, ist das, was es macht, gut macht. Das ist auch okay. Eternal Noctis wiederum hatte aber, finde ich, in der Konstellation ein sehr, sehr einzigartiges Design. Und hier weiß ich noch nicht so ganz, wie genau das Ganze... das klingt gut. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau, wie einzigartig das Spiel am Ende sein wird. Die Foundation ist gut. Es funktioniert. Sobald ihr Joy2Key benutzt, ist es auch kein Button-Mashing mehr, sondern einfach nur ein Button-Holding. Genau, also der erste Eindruck ist positiv, aber ich weiß nicht, ob es ein Überflieger wird. Dazu sind zu viele Fragezeichen noch. Und insbesondere ist es ein sehr, sehr gesättigter Markt und du brauchst halt irgendwie viele Streamer, die gehypt sind, was dein Spiel angeht. Und Hades hatte halt den Vorteil, dass es natürlich von einem Entwicklerteam ist, das schon lange bekannt ist und hat ja generell schon ein Pedigree. Und das Spiel ist von einem Entwicklerteam, wo die Leute das erste Spiel zu schwer fanden. Und nicht zu schwer, sondern vielleicht auch schlecht fanden dann in dem Moment, weil sie eben nicht verstanden haben, dass es gut ist, aber sie scheiße sind. Und deswegen weiß ich halt nicht so ganz, ob das Entwicklerteam die gleiche Chancen hat wie Hades, selbst wenn das Spiel gleich gut werden sollte. Also wenn das Spiel identisch wäre mit Hades, könnte immer noch schlecht abschneiden. Apropos, wir haben immer noch kein Geld dafür. Okay, das zweite Level zum dritten Mal. Wer mag kein Anime-Manga? Ich habe extra schon mal mein Symbol unten, dass die Leute wegbleiben, die kein Anime mögen. Wer mag kein Anime-Manga? Also ich liebe Animes und Mangas, aber Mangas lese ich manchmal nicht so oft, weil Animes einfacher zu konsumieren sind, wenn man isst. Man muss nicht blättern, man muss nicht lesen. Man muss manchmal lesen, je nachdem, wie viel man gerade versteht. Oder ob man einen Dub benutzt. Oh mein Gott. Oh,
What the f. Dieser Gegner ist ein kranker Bastard. Er hat uns das letzte Mal getötet. Was ist hier los? Er hat irgendeinen komischen Stab. Okay, wir sind noch am Leben. Jetzt hier ist das Level-Design schon mal sehr anders und die Gegnerdichte ist angestiegen. Wenn uns der Schaden nicht mehr gut genug ist, stunnen wir dann auch nicht mehr. Der grinst uns komisch an. Der ist nicht mehr so ganz so glücklich, wenn wir ihn schlagen. Das gefällt mir. Der ist richtig schnell, der Gegner. Und er ist danach... wieder. Oh mein Gott, eine riesige Attacke und jetzt brennen wir. Mal brennen, vielleicht mit Dashen löschen, keine Ahnung. Level 5 plötzlich die Waffe. Das ist ein kleiner Sprung, glaube ich. Hatten wir irgendeinen coolen Stein drin in unserem? Also was ist unsere überhaupt? Kann ich mir das überhaupt anschauen? Macht keinen Sinn, da ist ein Burning-Stein drin. Ich würde das hier kaufen, weil es fast doppelt so viel DPS hat. Und einen Stein austauschen. Okay, das ist ein bisschen, das ist nicht so gut gemacht, das Interface. Das müssen sie übersichtlicher machen. Es macht, man kann zwar machen, was man vorhat, aber man am Ende des Tages sollte man nicht verwirrt sein, welches von beiden man jetzt behalten wird. Okay, der Gegner ist gar nicht so schlimm, wenn man weiß, was er macht und nicht hunderte andere Gegner neben einem stehen. War hier nicht ein Gegner? Okay, jetzt machen wir ultra viel Damage. Monka. Ah, das ist ein Ausrufezeichen, wenn sie offscreen sind. Was an Anbetracht der Tatsache, dass die Kamera sehr, sehr nah dran ist hier, was okay ist an sich, weil es ja nicht plattformorientiert ist. Solange sie nicht zu viel offscreen scheiße machen. Das ist immer das Problem, wenn du die Kamera ranzoomst, ist offscreen immer ein Fragezeichen, das man hat. Das wäre super, wir haben keine vollen HP. Das klingt alles nutzlos für uns. Monka, Monka, Monka! Oh mein Gott. Okay, what the fuck geht hier eigentlich gerade ab? Achso, der kann das. Ich gehe einfach mal hier in einen anderen Raum. Warum leuchten wir rot? Weil wir fast tot sind? Das ist eine sinnlose HP-Anzeige. Es wird mir nicht aufgefallen, dass ich fast tot bin. Oder wir haben einen Bonus-Effekt, wenn wir ein weniger HP haben. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Greed. Purer Greed. Wir hätten ausweichen sollen. Also wenn sie ein Ausrufezeichen haben, weiß ich gar nicht mehr, ob man sie noch stunnen kann. Was ist unser Ziel? Ein Boss zu sehen. Ich glaube, unser Tagesziel in dem Spiel heute ist, einen Boss zu sehen. Wenn es überhaupt Boss gibt. Es gibt Boss, oder? Es gibt Boss. Okay, Samen. Dunkle Essenzen. Runen. Ladezeiten sollten sie auf jeden Fall ein bisschen noch optimieren, einfach wann sie stattfinden. Zum Beispiel den Belohnungsbildschirm, den einfach abspielen lassen, während man im Hintergrund lädt und so weiter. Ja, das sind einfach so Sachen, die sollte man auf jeden Fall machen. Wenn man die Wahl hat. Achso, stimmt, können wir vielleicht? Kopium, wir können immer noch mal. Da ist die Sense, was ist das denn? Aha. Was habe ich gefunden? Mhm, hat reingewächst. Okay, was? Ganz, ganz klar Dark Matter würde ich leveln. Gambling. Ich würde sagen, powered by stakes.com. Übrigens hat das Spiel eine Krypto und NFT. ja gut, dann machen wir doch mal Dark Matter. Into. 500 Dogmas kann er sich in den Arsch reinschieben. Sind wir mal ehrlich. Wir sparen auf die Runen. Ich hoffe, ich verliere die Samen nicht.
So, dann kombinieren wir mal wieder die drei Standardteile zu einem. Im Moment, dann können wir noch die drei Nicht-Standardteile zu einem kombinieren. Und okay, jetzt können wir 15% Dogma hast. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Ich finde es lustig, wie sie die Seed, also die Seed ist ja meistens die, sag ich mal, numerische Identifizierung von den unterschiedlichen zufallsgenerierten Leveln, die man bei vielen Rockers reinmachen kann, wie sie quasi wirklich als Samen implementiert haben. Meine. Wobei die Seed selber natürlich jetzt nicht das gleiche in dem Fall ist, aber es ist zumindest eine lustige Anspielung. Drei Attacken? Das ist einfach mal dreimal so gut wie die anderen Gegner. Ich denke, welchen Gegner ich jetzt schon mal nicht mag. Ein Stück Scheiße. Ja, die brauchen, also da fehlen noch Sounds, das merkt man ja. Das Einsaugen und so weiter macht noch keinen Sound und so weiter. Da ist noch das Sounddesign nicht fertig. Ist ja klar, wie gesagt, Early Access, ich gehe davon aus, dass diese ganzen Teile teilweise einfach noch Placeholder auch sind zum Teil, aber zum Großteil einfach auch sonst vielleicht doch fehlen und so. Genau. Weil ich meine, das Einsaugen selber, dass es keinen Soundeffekt hat, ist natürlich ein etwas, was man nicht erwarten würde. Okay, also drüber springen und schlagen ist ganz effektiv. What? Das ist absolut busted. Jetzt mal. Das kann nicht 2 Sekunden Stun sein, oder? Nee, das ist viel zu stark. Never mind. Man hat ja eh schon Hitstun. Vielleicht ist es deswegen gar nicht so busted. Man kann ja eh schon stunnen, aber das garantiert quasi dann auch den Hitstun. Ja, ich weiß, das könnte sehr gut bei uns sein, wenn wir die AP verlieren werden. Ich werde aber trotzdem das mit mehr Schaden nehmen. Ich hoffe mal, dass ich das nicht irgendwann in die falsche Richtung mache. Und dann aus Versehen die falsche Waffe wähle. Ja, also die Minimap ist ja wirklich super, super Rogue Legacy. Also wenn ihr euch die anschaut, wenn ihr mir das zeigen würdet und Rogue Legacy und keine Symbole drauf wären, würde ich wahrscheinlich nicht mehr sagen können, welches Spiel es ist. Das ist ja was Gutes, weil die Karte bei Rogue Legacy ist ja an sich von der Übersichtlichkeit solide. Ja, und das ist ja auch die Karte, wie sie viele andere Metroidvanias normalerweise benutzen. Nur Summa und Eterna halt nicht. Ich meine, Eterna Noctis. Geh hin. Was heißt denn dieses Auge? Ist das unser Startpunkt? Was heißt Auge? Gibt es da eine Ding? Auge ist der Startraum. Also man hat eine Legende für alles. Okay, wir haben kein Geld, das ist eine Sackgasse. Stimmt, konnten wir uns nicht teleportieren? Completed? Sehe ich nicht. Orange? Man kann sich wohin teleportieren, aber ich verstehe nicht ganz. Okay, also es gibt eine Teleportfunktion, das ist schon mal cool. Ich hoffe nur, dass sie es nicht als Ausrede benutzen, lazy Game Design zu betreiben, weil ein Teleport sollte nie dafür verwendet werden, dem Spieler schlechteres Game Design zu geben, weil man keinen Bock hat, ein richtiges Level zu bauen. Bei welchem Spiel haben wir uns im Laufenden teleportiert? Outriders? Stimmt, Outriders habe ich ja bisher nur offstream gespielt. Nee, stimmt nicht. Outriders haben wir zu Release onstream gespielt, aber seitdem ich es noch mit einem Kumpel gespielt habe und auch ein bisschen so einfach zum Chillen. Habe ich es gar nicht on-stream gespielt. Also ich würde Outriders die Base-Version immer noch empfehlen. Den DLC würde ich nur nimmer bei dem Preis empfehlen. Insbesondere, weil sie viele Sachen im Base-Game noch immer nicht gefixt haben, auch nach einem Jahr. Und dann einen DLC für 40 Euro rauszuhauen, der weniger Content hat als das Hauptspiel und fast zu viel kostet. Also bei 40 Euro hätte ich erwartet, dass sie quasi nochmal das Hauptspiel mehr geben. Also literally, der Content müsste identisch sein zum Hauptspiel. Weil, wenn ihr 40 Euro für was wollt, dann wisst ihr, dass ihr mit Square Enix zu tun habt.
wenn es ein Haufen Scheiße ist. Und wenig. Nein, die 40 Euro implizieren eigentlich an der Stelle, dass man von der Content-Menge ein Hauptspiel bekommt, wenn es ein DLC ist, weil die man muss ja davon ausgehen, dass für den DLC das Grundgerüst schon da war. Also die ganzen Tools waren da, die Level-Building-Tools, die ganzen Grundinteraktionen wurden gecodet und so weiter. Und man macht ja nur zusätzlichen Content. Und wenn ihr dann 40 Euro wollt, dann erwartet der Spieler 40 Euro Content. Nicht 40 Euro, ich weiß nicht mehr, was man dem liefern sollte an der Stelle. Muss ja nicht nur neue Mechaniken sein. Und das haben sie überhaupt nicht geliefert. Ach, das kann man jetzt sparen. Ah, okay. Das ist irgendwie random oder was? Das ändern wir jetzt gleich mal. Genau, die Taste, wo man am besten rankommt, ist nach oben. Okay. Es muss auf Up gehen. Nicht das bestgemachte Menü mit der Transparenz, sage ich euch. Aber es macht zumindest die Funktion. Also es existiert quasi eine Funktionalität, die da ist, aber die Implementierung der Funktionalität ist nicht optimal. Da muss man auf jeden Fall nochmal einiges machen. Das heißt, was brennt, ist completed. Heißt es, ist dieser Raum nicht completed? Heißt es, da ist noch ein Gegner drin? Oder? Weil der Raum ist ja, das ist eine komische Anzeige. Was heißt completed? Macht einfach gar nichts hier. Macht es doch einfach leer. Ich verstehe den Sinn von completed nicht. Ich werde das auch gleich als. Wie gesagt, ich schreibe das alles als Feedback. So, Edit. Is confusing and pointless since not all rooms can be completed. Just show us if there's something. We miss and remove the icon. So, okay, wie gesagt, also ganz, ganz schnell finde ich super viele Sachen, die ich anders designen würde, aber ihr kennt mich ja. Wenn ich ein Spiel machen würde, wäre es wahrscheinlich nie fertig werden, weil ich so viele Detailscheiße mal dran machen würde. Aber, und weil ich wahrscheinlich spielen würde, anstatt zu entwickeln. Nee, das Problem ist, ich würde gerne ein Spiel machen, ohne dass es meine Lebenszeit kostet. Also wenn ich einfach sagen könnte, okay, ich arbeite jetzt ein Jahr an einem Spiel, 2 Jahre, 3 Jahre, und es kostet mich keine Lebenszeit und ich kann währenddessen andere Spiele weiterspielen wie bisher, würde ich das vielleicht machen, sogar sicherlich machen, aber da es mich Lebenszeit kostet, würde ich das nur machen, wenn ich wirklich Bock hätte. Also wenn irgendwie irgendwann mal es super gute Entwicklungstools gibt und du kannst ganz trivial deine Ideen umsetzen. Aber ich rechne eh damit, dass wir bald KI-entwickelte Spiele haben, deswegen denke ich, dann, wenn wir KI-entwickelte Spiele mit Menschenhilfe haben, glaube ich, haben wir dann den besten, die besten Erfolgschancen. Grauenhaft. Unsere Waffe macht Gift, oder? Ja. 10% mehr Schaden ist eigentlich gar nicht so viel. Geheimgänge? Ich habe keine Ahnung. Nee, also ich meine, das Movement ist gut. Es war aber jetzt keine Überraschung, dass das Movement im Spiel gut ist. Das Kämpfen ist auch gut. Könnte noch ein Feintuning mit Screen Freeze und so weiter und Screen Shake haben. Genau, beides Methoden, um eben einem Spieler mehr Feedback zu geben. Gerade das Töten von Gegnern. Ich meine, es ist schon viel, viel besser als in Eternal Noctis. Es war ja, wie gesagt, Eternal Noctis war sehr, sehr rudimentär, was das Kämpfen anging. Was nicht geschadet hat, weil es trotzdem noch ein positiver Beitrag zum Spiel geleistet hat, aber. Ja, nee, also alles, was da ist, das funktioniert. Also man merkt halt eben auch, dass sie sich gedacht haben, hey, wir haben eh schon eine gute gecodete Grundlage von Eternal Noctis und wir bauen die jetzt um. Und zum Glück haben sie auch umgebaut, weil Eternal Noctis 1:1 rüber zu machen wäre nicht so gut gewesen. Und leider glaube ich immer noch, dass die, wenn Eternal Noctis bessere Reviews gekriegt hätte, wer weiß, ob sie überhaupt ein Roguelike gemacht hätten oder ob sie dann gleich direkt einen, also wenn es sich besser richtig gut verkauft hätte, ob sie dann direkt ein Sequel gemacht hätten, weiß ich nicht.
Aber am Ende des Tages glaube ich, dass vielleicht es was Gutes hat, dass sie jetzt ein Roguelike gemacht haben, weil ich mag ja Roguelikes, aber das Schlechte ist, weil sie keine Platforming-Passagen, die anspruchsvoll sind, wahrscheinlich hier einbauen werden. Genau, also das Platforming wird wahrscheinlich super, super simpel ausfallen. Und genau, dementsprechend glaube ich, dass es schade ist, dass diese Stärke von Eternal Noctis nicht weiter bestehen wird. Links und dann runter. Ich habe manchmal ein Problem damit, den aktuellen Raum zu sehen. Das liegt daran, dass das Blinken zu niederfrequent ist. Genau, das Blinken muss höher frequent sein. Damit man das besser sieht. Alter, ich komme gerade hier wie so ein Playtester, der eine Liste an Dingen macht. So, okay, also wir kriegen jetzt hier dann, also wenn sie das alles implementieren, was alles triviale Sachen sind eigentlich zu implementieren, haben sie schon mal automatisch ein besseres Spiel. Achso, ich muss sie das halten. Ah, meine Augen. Mit einem Anruf? Ich hab einen Anruf gekriegt, Mann. Meine Oma hat mich angerufen. Hier. What the fuck? Wir haben einen. Ach, muss man hier Dinger sammeln, oder was? Nee, ich will das Spiel. Ich weiß ja noch gar nicht, was das Spiel machen wird später. Eternal Noctis hat ja auch langsam angefangen. Und vielleicht wird das Spiel. Desto länger man spielt und desto mehr man spielt, viel abgespaced und hat viele eigene Ideen, weil bisher, wie gesagt, ist es halt, sind halt Varianten von Dingen, die man schon kennt. Was okay, wie gesagt, ist, aber am Ende des Tages, wie gesagt, erwarte ich von jemandem, der so ein gutes Spiel gemacht hat, mehr als einfach nur Varianten. Wir sind einfach so OP mit dem Einfrieren, machen zwar nicht so viel Schaden, aber dem ist ein Placement. Sie ins Knie ficken gehen. Aber mein Danke für die Heilung. Das ist so viel schlechter als der Stein, den ich drin habe. Ich kann mir gar nicht ausmalen, wie viel schlechter das ist. Wenn meine Oma angerufen hat, würde ich sie auf jeden Fall später zurückrufen. So. Das ist gut. Das ist auch gut. Kann ich beide kaufen? Okay, ich sehe schon. Es macht doch keinen Sinn. Es ist gut, aber unser. Ich glaube, bevor wir uns heilen, halten wir lieber den Freeze-Effekt. Was wir uns wirklich angewöhnen müssen, ist, in die Gegner reinzuspringen, weil wir ja keinen Kontaktschaden haben. Aber wieso ist das Level auf dem gleichen Niveau wie das andere? Das andere Level war, hatte die Gegner, die 3000 mal schwerer waren als das hier. Also bisher hier, alle Gegner sind super chill.
Was war das gerade? Moment, er hat angegriffen, obwohl wir ihn richtig vermöbelt haben. Hier, wir brauchen eine Waffe mit mehr DPS. Also die Edelsteine sind gut, aber wir können, glaube ich, eh nur einen transferieren. Was generell den Wert von denen eigentlich ein bisschen fragwürdig macht. Also wenn wir wirklich nur einen transferieren können. Das heißt, warum sollten wir dann mehrere kaufen, wenn wir einfach eine gute Waffe kriegen? Weil guck, jetzt haben wir kein Geld für die gute Waffe. Die haben alle wirklich einen signifikanten DPS-Increase. Ich frage mich, ob wir auf eine sparen sollten oder die direkt kaufen sollen. Wow. Wir dashen manchmal nach dem Angreifen. Müssen wir ein bisschen öfters drücken. Wow, können da viele Sachen rein in die. Und da ist gar nichts drin. Aber das andere können wir uns nicht leisten. Ich meine, das kostet 13.000. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir es denn benutzen würden. Oh, da haben wir einen Stein rübergeknallt. Also das Placement von denen, ich finde, die sollten zwei Hits aushalten im Schnitt mit normalen Waffen. Aber vielleicht ist es dann später der Fall, wenn wir ein bisschen mehr gelevelt sind. Bei drei Hits kann man in der Luft... Aber wobei, nee, wir sollten über sie gehen und dann von unten... Ah, stimmt, du kannst ja quasi auf Gegnern fliegen in dem Spiel. Hab ich komplett vergessen. Kann man das auch bei denen machen? Nee, geht leider nicht, wenn man nicht drüber kommt. Ja, das ist schade. Aber stimmt, das ist eine coole Idee, weil wir haben ja gerade gesehen, wie wir richtig den dominiert haben, den Gegner. Nicht zu früh schlagen. Aber guck, man kann theoretisch so auf den fliegen. Ah, okay, das war vielleicht nicht so smart gerade. Was ist das? Der zweite Schlüssel? Nur erst reinspringen, dann schlagen. Das ist so ungewohnt, wenn man es genau anders machen musste beim anderen Spiel. Immer erst nah dran, dann angreifen. Hier ist eine Truhe. Das ist das nächste Level. Ich würde sagen, wir erkunden noch ein bisschen. Stimmt, wir haben Heilung nicht vergessen. So, wir haben... Und was passiert denn, wenn wir alle haben? Ist es verschlossen? Ich mach's mal auf, ohne reinzugehen. Okay. Also wir müssen hier vier Schlüssel finden in dem Level. Aber da ist nicht immer das gleiche Level, als zweites war. Es ist ganz gut, es gefällt mir. Unterschiedliche Objectives für Floors ist meistens ziemlich nice. Wenn die Objectives nicht beinhalten, dass du Nachteile hast mit bestimmten Builds. Stimmt. Ah, okay, cool. Der Teleportiereffekt von dann. Oh, shit. Ah, ich dachte, ich denke immer, wir werden geresettet, Mann. Mein Gehirn ist im Arsch. Genau, wenn wir das machen, haben wir 50% mehr Damage. Das ist super gut. Das sollten wir eigentlich, wenn möglich, immer machen. Ah, okay. Jetzt verstehe ich aber, warum das automatische Drehen drin ist. Das sollten wir wahrscheinlich anlassen. Weil das Teleportieren sorgt manchmal dafür, dass man hinter die Gegner kommt. Und ja, das ich glaube, das war die Grounded war, glaube ich, die Standardeinstellung. Nicht gut. Genau, das Problem ist einfach, dass die dass man hinter die Gegner nämlich sich teleportiert und dann muss man sich nochmal in der Sekunde umdrehen. Das ist natürlich einfacher, wenn das automatisch macht. Ich habe mich gewundert, warum es überhaupt im Spiel ist und jetzt
Das ist mir natürlich klar geworden. Gut, warum haben wir das andere überhaupt gekauft? Rutscht mir die Eier spielen. Ich meine, jetzt müssen wir uns nicht mehr teleportieren, sondern wir sind jetzt einfach Gott. Alter, das ist die Gitarre, die bei Escanor gespielt wurde. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Würde das stacken? Würden wir jetzt 3 Sekunden stunnen, was ultra stark wäre. Aber 2 Sekunden reicht eigentlich mir auch schon aus. Und ich weiß auch nicht, wie es bei Bossen ist. Also würde ich lieber etwas haben, was Schaden macht. Okay, wir sollten uns angewöhnen, den TP zu benutzen. Der kann sicherlich... Oder können wir uns einfach zu allen Completed Rooms... Ne, können wir nicht. Wir können nicht mal zu allen Completed Rooms uns teleportieren. Das verstehe ich nicht so ganz. Also bunte Räume kann man sich hin teleportieren. Manche davon sind completed, manche nicht. Wahrscheinlich sind einfach nur manche von diesen Events farbkodiert. Genau, also die Farbkodierung an sich ist okay. Dieses Completed Room-Zeugs, das ist so ein bisschen... ein bisschen sinnlos. Das ist alles grauenhaft, weil wir ja schon 2 Sekunden Freeze haben. Ich glaube, 2 Sekunden Freeze reicht mir. Ich will lieber irgendwas, was uns den Damage pusht. Also nicht, dass der auch schon nicht super gut wäre, aber... Oh oh. Oh oh. Wir können in Sachen reindashen, das müssen wir gewöhnen. Okay, wo ist denn der letzte Schlüssel? Da ist er. Guck, da ist Autotarget zum Beispiel gut gewesen. Weil wer weiß, ob ich in die richtige Richtung gedrückt hätte, wenn ich das gemacht hätte. Okay, das ist... What the fuck, ich sehe nichts. Der Gegnertyp, der sollte, wie gesagt, ein Hit weniger und er würde viel mehr Spaß machen, das Gegnertyp. Ich meine, er wäre auch ein bisschen einfacher, aber ich glaube, lieber macht man seine Projektile oder sowas ein bisschen schneller oder lässt ihn schneller angreifen, als dass man ihn so ätzend in diese Ecke steckt. Warum ist meine HP-Leiste fast raus? Hallo? Ach, weil der Gegner da hinten dahinter war. Ah, das Spiel blendet Sachen aus, wenn es dahinter ist. Vielleicht einfach generell ist es ein bisschen groß, die HP-Leiste. Interface ist vielleicht generell ein bisschen groß. Das stört jetzt nicht wirklich, aber Karte ist okay von der Größe. Die anderen Elemente könnten vielleicht ein bisschen kleiner sein. Okay, das ist schön einmal, aber ich hoffe, man muss das nicht jedes Mal anschauen, weil die, wie gesagt, das Roguelikes leben ja von Wiederholungen und wenn man 1000 Mal das gleiche macht, dann möchte man, dass das zack, zack geht, ich zumindest. Ja, deswegen habe ich auch nur noch Quickies in meinem Leben, weil, nein. In der Tat, eine der Dinge, die nicht, wo ich lieber habe, wenn es nicht zack, zack geht. Boss? Oh, ein Rätsel. Abkodiert.
finden hier einfach nur die richtigen Formen. Die Scheide öffnet sich. Ich meine, der Boss kommt raus. So sieht es da drin also aus. Es ist immer so dunkel, das sieht man meistens nichts. Dantilus, der Verrückte. Hätten wir einen anderen Floor gehabt, wenn wir eine andere Tür gehabt hätten, also einen anderen Boss? Das ist so Attack on Titan gerade eigentlich. Großen Wände. Okay. Wir können ihn überall schlagen, glaube ich. What the fuck? Okay. Hier ist ein skillbasierter Bossfight. What the fuck? What the actual fuck? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Okay, ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, was er gemacht hat mit uns. Aber Ziel für heute ist erreicht. Wir haben den Boss gesehen. Pogchamp. Ich glaube, ich würde mich jetzt um Essen kümmern und eventuell später vielleicht nochmal streamen, weiß ich noch nicht 100%, würde sagen so 69%. Nee, sag mal 50-50. Heute ist es 50-50. 50-50, dass wir später nochmal weitermachen. Wobei ich sollte wahrscheinlich bis zum Essen streamen. Nee, ich wollte meine Oma anrufen, genau. Stimmt, ich wollte meine Oma anrufen. Genau. Also ich werde ein bisschen mit meiner Oma telefonieren und dann essen und dann schaue ich mal weiter, wie die restliche Tagesplanung aussieht. Ich rede ganz kurz nochmal über den Ersteindruck. Ich meine, ihr habt ja, wenn ihr Zuschauer habt, es mitbekommen. Ich sag's gerne aber nochmal kurz und knapp. Ich denke, es ist ein gut gemachtes Spiel bisher, das aber noch nicht viele Dinge macht, die andere Spiele nicht machen. Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das revolutioniert das Genre, sondern es ist ein weiterer guter Eintrag in das Genre, der noch nicht genug Eigenständiges macht, um zu sagen, dass es wirklich ein Meilenstein ist. Es ist einfach, es ist bisher unterhaltsam, es ist wie so Rogue Legacy 2 zu Rogue Legacy 1 ist. Es ist einfach eine gute Variante, aber nur, dass es halt eben nicht ein zweiter Teil von dem Spiel ist, sondern der erste Teil. Und halt eben viel Inspiration aus den anderen Teilen nimmt. Genau, das Movement fühlt sich gut an, das Kämpfen fühlt sich zwar auch besser an als in Eternal Noctis, könnte aber noch besser sein, also zum Beispiel Dead Cells fühlt sich so ein bisschen wuchtiger an, Hades auch. Liegt insbesondere an dem Sounddesign und natürlich dem Screenshake und dem Screen Freeze, wie der eingesetzt wird. Das ist noch nicht perfekt. Ist aber auch noch im Early Access. Und ansonsten wirkt es spaßig. Die Varianz in den Runs muss ich zeigen, weil bisher waren es alles relativ, also es ist kein sehr transformatives Roguelike im Power Level. Also ihr fangt es nicht an mit einer Basic Attack und später schießt ihr 50.000 selbst zielende Brimstone-Schüsse und keine Ahnung, 1000 andere Sachen und hab 50 Begleiter oder sowas, sondern es ist eher so ein bisschen simpel, also so wie Rogue Legacy eigentlich auch ist. Wobei Rogue Legacy seine Vielfalt halt durch seine unterschiedlichen Klassen hat und hier wird es wahrscheinlich über die Waffen kommen. Hat aber jetzt auch nicht wie Hades zum Beispiel, wo man dann doch ein bisschen, zwar auch nicht ganz so transformativ hat, aber dann doch ein bisschen unterschiedliche optische Effekte hat, also man hat einfach unterschiedliche optische Waffen. Bestimmten On-Hit-Procs, aber genau, also ist es ein gutes Roguelike in der Abwechslung, das kann ich noch nicht sagen tatsächlich, weil tendenziell entwickeln sich Roguelikes ja immer weiter weg von diesem richtigen Glücksspiel-Casino-Simulator mit richtig krassen Synergien zu einem relativ oftmals eher so Synergy-Light-Game-Design, also so ein bisschen gestreamliner und verständlicher für die meisten Sachen, aber auch wirklich einfacher gecodet. Und ja, also es ist eher so eine Art, sag ich mal, gameplay-orientiertes Teil.
Die Stärke von der Terra Noctis mit dem Plattforming ist bisher leider nicht im Spiel drin. Also es gibt keinerlei Herausforderungen beim Plattforming. Die sind alle sehr, sehr triviale, einfache Plattforming-Elemente. Der Fokus ist auf dem Kämpfen. Und das ist besser als in der Terra Noctis gelöst, ist aber trotzdem aus meiner Sicht nichts, was ich sagen würde, okay, es ist ein Must-Buy momentan. Also ich würde auf jeden Fall erstmal, also wenn ihr so ein Spiel spielen wollt, spielt vielleicht erstmal Dead Cells oder Hades oder sowas, bevor ihr das Spiel spielt. Das ist eher so für die Leute, die schon die ganzen fertig entwickelten Spiele gespielt haben. Genau, ich denke, für den Early Access gibt es nichts, wo ich sagen würde, okay, man muss jetzt schon zuschlagen. Ich meine, es sei denn, ihr wollt euer Feedback dazu geben und so weiter, oder ihr wollt genau das, was ihr seht, jetzt spielen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen würde, es ist viel besser oder groß anders, als was die Konkurrenz bisher gemacht hat. Genau, das Movement ist natürlich gut, weil es dieses Eternal Noctis Movement. Aber genau, an der Stelle, wie gesagt, denke ich, dass der, dass da auf jeden Fall man am besten noch ein bisschen wartet, wo es sich hinentwickelt. Und ich weiß auch noch nicht so viel darüber. Also, es kann ja sein, dass es dann total krass anders wird mit der Zeit oder so. Aber bisher sehe ich keine Hinweise darauf, dass es jetzt in der jetzigen Form ultra krasse transformative Effekte hat. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ein ganz okayes Bild von dem Spiel gekriegt. Sobald wir eine zweite Waffe hätten, könnten wir sicherlich noch ein bisschen mehr über wie unterschiedlich die Sachen sich anfühlen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal spielen, denke ich. Vielleicht sogar heute oder sonst was. Kann auch sein, dass ich ein bisschen offstream rumchille, weil es ja nicht so storylastig ist. Und die Story wir dann eh nochmal am Ende sehen werden. Da hinten, die Giraffe ist lustig. Sieht cool aus. Genau, also ich bin mal gespannt, ob sich da was tut. Ob ich einfach sagen kann, jetzt, also zum Beispiel Voidugo sage ich, ja, jetzt schon cool, weil es so gut in sich designt ist und so weiter und so viele eigenständige Mechaniken hat. Und es fehlt einfach hier, dass ich sagen kann, okay, ich kaufe das anstatt Dead Cells oder sonst was. Genau, also gefällt es mir besser als Dead Cells. Dead Cells gefällt mir tatsächlich gar nicht so sehr. Also ich finde, Dead Cells ist das Trefferfeedback und das Kämpfen ist cool. Das Charakterbuilding und die Progression, die Roguelike-Progression finde ich ziemlich schwach. Und genau, das Dead Cells ist nicht auf meiner Lieblingsliste. Ist eher so, es hat nicht das, was ich in Roguelikes wirklich suche, zu sehr drin. Es macht trotzdem Spaß, aber ich hätte lieber gerne mehr unterschiedliche, abwechslungsreichere Builds und Synergien. Und genau, Dead Cells trifft bei mir nicht genau den Nerv. Genau, Hades trifft bei mir eher den Nerv, weil ich glaube, das Moment-to-Moment-Gameplay ist für mich interessanter, weil die Kämpfe so ein bisschen spannender geschaltet sind. Genau, und das hier trifft bei mir, denke ich, den Nerv. Schwer zu sagen, es ist ähnlich wie Dead Cells vom Progression-Feeling her, aber ich habe den Eindruck, man hat ein bisschen mehr Optionen, was die Sachen angeht. Selbst in der frühen Form durch diese Edelsteine hat man so ein bisschen mehr Build-Building. Aber das muss ich dann, wie gesagt, muss ich mal schauen. Genau, muss ich mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Genau, also von meiner Seite aus gibt es keine Kaufwarnung. Aber auch keine, sag ich mal so, in dem Sinne, Kaufempfehlung im Sinne von, dass ich denke, jetzt spielen und ist schon cool, dass man sagt, dass man, okay, ich würde eher andere Spiele, die schon fertig sind, empfehlen. Ist einfach so. Sagen wir es mal. Andere Spiele, die fertig sind, machen das Gleiche in umfangreicher und teilweise auch an manchen Stellen besser, sicherlich auch an manchen Stellen schlechter. Aber es gibt halt Spiele wie Rogue Legacy und so weiter, wo ihr eben ein fertiges Spiel habt, das auch gut gemacht ist. Ich würde an der Stelle eher Eternal Noctis empfehlen, erstmal, dass man das spielt und dann guckt, wie sich das im Early Access entwickelt, was für Stärken das Spiel aufbaut und so weiter. Ich glaube, es könnte tighter designt werden als Rogue Legacy 2 am Ende, aber ich glaube, für die meisten Leute wird Rogue Legacy 2 zum Beispiel oder Dead Cells momentan für den gleichen Preis oder Hades oder sonst was, wenn sie ja nicht unbedingt Side-Scrolling sein muss, mehr Content auch liefern. Also ich meine, ihr wollt halt unbedingt das Spiel unterstützen, aber ich kann jetzt leider nichts sagen, wo ich sage, das ist die Mechanik, die ich unterstützen würde. Also Eternal Noctis hatte ich viele Dinge, wo ich sagen kann, okay, das ist einzigartig, der Schwierigkeitsgrad ist spannend und so weiter. Und hier ist es jetzt eher so, dass ich sage, okay, es ist halt ein Roguelike, das noch nicht fertig ist und bisher fehlt es aus meiner Sicht noch an Alleinstellungsmerkmalen, aber das kann sich erinnern, wenn wir mehr spielen. Also die Alleinstellungsmerkmale sind eigentlich eher die Kombination aus Mechaniken, aber ich meine sowas, guck mal, das ist der Spiegel aus Hades, das ist der
Der 3000. Baum aus irgendwelchen Roguelikes, das ist nichts Spannendes. Das ist Crit-Chance, das ist wie Skull und so weiter. Stimmt, Skull gibt es ja auch noch. Es gibt so viele unterschiedliche Roguelikes, wo fertig entwickelt worden sind, wo ihr eben wisst, was ihr bekommt. Und hier kann ich euch noch nicht genügend sagen, aber es ist nicht so, dass der erste noch mich so weggeblasen hat, dass ich gesagt hätte, oh mein Gott, das muss einfach gespielt werden. Ja, also wie gesagt, ich bin ja an der Stelle ehrlich, ich simpe für Eterna Noctis. Bei dem Spiel braucht es noch ein bisschen, dass ich dafür simpe. Also vielleicht, wenn ich so ein bisschen mehr gespielt habe, morgen oder so, seid ihr dann so, oh mein Gott, jetzt simpe ich doch dafür. Und ich simpe halt gar nicht dafür, kann auch sein. Kann auch passieren. Genau, weil die Stärke des Platformings von Eterna Noctis ist die größte. Die ist leider, wie gesagt, im Spiel nur im guten Movement vorhanden, aber wenn man mit dem guten Movement nichts macht, man hat keine Walljumps mehr und so weiter. Ja, okay, so, aber ich bestelle mir jetzt Essen, versuche meine Oma zu erreichen und ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, was man sich besieht. Kann sein, dass wir, wie gesagt, später nochmal streamen, aber 50-50, genau, also wenn dann relativ spontan und weiß nicht, ob wir dann das weiterspielen oder was komplett Neues beginnen. Das will ich, wie gesagt, relativ spontan entscheiden.